Okay. So, ich mach mal kurz mein Küchenlicht aus und für das weg. Okay, jetzt muss ich euch ein bisschen lauter machen. So, das kriegen wir auch noch hin. Oh Gott, das muss ich jetzt angucken auf web.de. Ausgabe. Mitarbeiterin fällt nach Ankündigung über Verzicht auf AstraZeneca-Impfstoff in Ohnmacht. Was? Das ist in Dänemark. Okay. Am Mittwoch wurde auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass das Land Corona-Impfungen mit AstraZeneca vorerst völlig einstellen würde. Als diese Entscheidung in Kopenhagen mitgeteilt wurde, fiel eine Mitarbeiterin der Gesundheitsbehörde in Ohnmacht. Ich will dieses Video jetzt anschauen, wie sie in Ohnmacht fällt. Warum sollte man bei so einer Nachricht in Ohnmacht fallen? Vielleicht wurde sie damit geimpft und dachte sich dann, oh fuck! Oh, was war denn das für eine scheiß Kamera? Hallo? Wahrscheinlich stand irgendjemand mit dem Handy da. Weißt, man sieht nur den einen, der da labert und auf einmal dreht er sich um und dann liegt die Tussi schon auf dem Boden. Ach, ist bestimmt ein Hoax. Jetzt hätte ich fast eine Riesensauerei angelegt. Oh, boah. So. Ich bin übrigens bereit. Sind alle bereit? Ist alles eingegeben? Da ist noch einfach. Ja, dann fehlt dir nur noch Fuchs. Ja, mal wieder. Ich war noch im Dienst drin, so. Dann starte ich mal, weil dann kann ich noch... Mal gucken, wie die Steuerung war. Ich habe jetzt 2 Monate nicht gespielt. Kein Ding. Deswegen machen wir ja auch Tanglewood auf Profi. Was? Hast du nicht zwischendrin mal mit uns Talk? Das ist wahrscheinlich schon wieder 2 Monate her. Was? Fuchs, wo bist du? Fuchs, wo bist du? Komm her, gib uns ein Zeichen. Schmusebacke, dein Arm blinkt. Ui. Damit bloß alle seekrank werden, die sich das später mal angucken. Hey, Schatz, deine Birne ist hohl. Also das ist der Moment, wo ich aufstehen würde, rübergehen und erstmal einmal ausholen. Das mache ich, wenn ihr nicht dabei seid. Das befürchte ich auch. Du darfst es gerne dabei sein. Ich wollte gerade sagen, du darfst es gerne machen, dann ist es sogar auf Kamera. Nein, man darf doch keine Beweise hinterlassen. Ah, stimmt. Beweise. Okay, wieder geistiger Zustand unter 25. Ich gehe in den Schrank und Salz. Auch in den Schrank. Ich nehme mal Salz mit. Wie hieß er? Charles Wilson? Christopher Wilson. Oh, jetzt wollte ich mal eine Cola aufmachen. Erinnert mich daran. War das jetzt fortgeschritten oder Profi? Profi! Wo war der Strom? Wahrscheinlich im Keller oder in der Garage. Christopher Wilson, gib uns ein Zeichen. Schalte das nicht an. Kann er Aha. nicht. Aha. Warum habe ich... Im Keller. Der Geist oder der Schalter? Der Schalter. Hier sind Knochen im Kinderzimmer. Ich bin unterwegs. Ich bin auch schon unten. Heizung ist an. Das ist schön. Und die Waschmaschine auch, so wie das klingt. Ja, nee, das ist Licht im Wohnzimmer macht immer den. Das ist der. Ventilator. Genau. Christopher Wilson, gib uns ein Zeichen. Christopher Wilson. Gib uns ein Zeichen. Warum stehst du vor dem Ding? Was ich? Weil ja, ich du. Mir gerade was eingeschränkt habe. Ach so. Oh. Weil ich gerade schon. Habe ich schon wieder. Gib uns ein Zeichen. Nein. Christopher Wilson, gib mir ein Zeichen. Christopher, gib mir ein Zeichen. Irgendwo habe ich die Tür gehört. Gib mir ein Zahlo. Gib mir ein Zeichen. Ein Zahlo? Da stand plötzlich ein Fuchs.
Oh ja, jetzt habe ich auch eine Tür gehört. Christopher Wilson, gib mir ein Zeichen. Wo warst denn du, als du die Tür gehört hast? Im Kinderzimmer, aber das klang eher. Es klang eher hier. Hier? Hier? Ja. Also ich bin hier für das Zimmer. Gib uns ein Zeichen. Christopher Wilson, bist du hier? Wie viel Salz haben wir dabei? Ich glaube, du kannst nur zweimal Salz mitnehmen. Ja, nö, teil das dir einfach mal. Noch einmal hier. Also Christopher Wilson, gib uns ein Zeichen. Ich weiß nicht. Fünfer EMF, ja. Hier vorne im jungen Kinderzimmer. Ach, leck mich. Kein Bock mehr. Christopher Wilson, gib mir ein Zeichen. Jetzt war ich in diesem Zimmer dreimal und er hat kein einziges Mal mit dem Ding gearbeitet. Blöder Sack. Ja. Kinderzimmer nennt sie? Nein, in dem jungen Zimmer. Das ist gleich, wenn du reinkommst, ist auf der linken Seite. Genau. Hallo, genau, Geisterbox. Da wo? Könntest du mal aufhören, da Türen zu betätigen, du Saftsack? Gib mir eins. Wo bist du? Frag ihn, ob er ein Kind ist. Wo bist du? Bist du ein Kind? Kannst du mal kurz rausgehen, Fuchs? Ja. So. Wo bist du? Aha, wir haben eine Box. Und wir haben ein EMF schon. Guck mal auf die Kamera. Wo ist meine Fotokamera? Da. Moment, ich lass Licht gleich nochmal aus. Also, Box und EMF 5. Gin Oni. Lass über diesen Stuhl entlang geflogen. Cool, dann haben wir einen Gin. Wo ist er drüber geflogen? Über den Stuhl. So ah cool. Ja, aber wie schnell, Alter? Okay, Salz haben wir, Geister-Event müssen wir noch machen und 25%. Gib mir ein Zeichen, Christopher Wilson. Christopher Wilson, zeige also dich. Ich gehe jetzt in die Garage. Christopher Wilson, zeige dich. EMF5. Ach, EMF. Christopher Wilson, gib mir ein Zeichen. Wo ist denn... Wahrscheinlich ist es wieder zu lang, weil er hat hier mit Fotos um sich geworfen. Nee, das war ich. Du dumme Kuh. Ich dachte aber auch schon, hui. Warum machst du das? Christopher Wilson, zeige dich. Weil du was? Weil ich die Kerzen anmachen will. Christopher Wilson, Bücher runter? Zeige dich. Ja. Christopher Wilson. War der Djinn der Licht braucht zum Angreifen oder wer? Ja. Ja, der braucht Strom im Grunde genommen, deswegen habe ich die Kerzen angemacht. Guck mir jetzt im Strom. Und wer instant safe? Sag mir Bescheid, wenn ich den Strom ausmachen soll. Also die Kerze an. Also ich habe den Strom ausgemacht. Echt, warum? Damit er uns jagt. Aber das. Wir müssen sowieso unsere geistige Gesundheit auf 25 runter troppen. Ich verteile die Kerzen. Dann troppt aber nicht unsere Gesundheit runter. Dann kann man die Lichter regulär ausmachen. Weil ich bin dann wieder der Gelackmeierte. Oh. Kannst du mir... Ja, bist du. Außerdem stehen die Kerzen viel zu weit weg. Gib mir mal eine Kerze hier. Ja, dann nimm dir doch eine. Mach ich doch. Dann sind sie doch da. Ah, da. So. Nimm mal lieb, mein Schatz. Christopher Wilson, zeige dich. Hat er jetzt schon wieder runtergeschmissen? Verteilte Kerzen. Christopher Wilson, zeige dich. Oh, dieses EMF. Christopher Wilson. Halt aus. Hab ich doch schon. Geh mal hier in den Wandschrank. Geh in den Wandschrank. Ja. Christopher Wilson, erscheine. Ich meine, aktiv ist er wirklich extrem, aber. Christopher Wilson, zeige dich. Okay, durchschnittliche Sanity ist bei 60 und er ist jetzt gerade bei 10. Okay, Christopher Wilson, zeige dich. Bring mal noch Kruzis hier rein, das wäre vielleicht ganz cool. Christopher Wilson, erscheine.
Fuchs, wo bist du? Dann in einem anderen Zimmer. Ja, das ist ganz gut. Christopher Wilson, zeige dich. Das andere kannst du auch noch bringen, bitte. Christopher. Hat er dich jetzt gerade angehaucht oder mich? Mich nicht. Wo seid ihr? Hinten. Ja. Da, wo, in dem Zimmer, wo wir zuerst. Sollst du dir kommen? Ja. Ich gehe nebendran. Okay, ins Bad. Also ich bin jetzt im Bad. Er hat die Kerze ausgeblasen, der Saftsack. Da, wo Mono. Da, wo Mono gestern gestorben ist. Ich bin in der Garage. Kann mal einer nachgucken, wie unsere Sende. Gerade eben war die bei 60. Okay. Kerze ist auch aus. Wo? Christopher Wilson, da bist du endlich mal, du blöder Saftsack. So, Geisterfoto, Interaktionsfoto. Jetzt kann ich hier raus. Ich gehe in die Garage und kuschel mich da in den Schrank. Aber nicht in meine Hälfte. Tja. Wow, hallo Christopher Wilson, was machst du in der Garage? Weiß ich nicht, was? Vielleicht. Der ist sehr zeigfreudig in anderen Dingen. So. Wir wissen aber nicht, wie unsere Sanity ist, oder? Nö. Cool. Ich glaube, dann gehe ich gucken. Tschüss. Ja, geh du mal gucken, weil dann kannst du die Sanity nämlich wieder auftroppen, wenn wir die 25 geschafft haben. Ja. Wir haben 29, also gleich ist es soweit. Oh, Jen, ja, Jen hat sogar weniger Sanity als ich. Uh-huh. 25, gleich müsstet ihr es haben. Na? Na? Ja. Jetzt habt ihr es. Erzähl uns eine Geschichte. mach mal die Sanity hoch. Hab ich schon. Aber mehr als 40 kann ich euch leider nicht bieten. Fuchs? Ja. Hallo. Sollen wir raus? Ja, ja, klar. Wir sind fertig. Ich warte drauf, dass er... Ach. Oh, er hat hier auch die Kerze auf. Wir haben es geschafft! Hey. Juhu! Wir haben überlebt! Oh, aber war sogar hart. Was hat mir EMF, Ort und Fuchs? Ja. Alle eingetragen? Ich hab. Ja. Fuchs? Hä? Ja. Okay, dann fahren wir. Sind überhaupt nicht alle im Truck? Oh nein, Gott. Oh, doch, doch, sind wir doch. Cool. Oh, Moment. Okay. Asylum, High School oder Ridgeview? Highschool ist cool. Auf fortgeschritten. Mindestens. Okay, dann schmeißt euer Zeug rein. Hab ich schon. So. Hallo. Hallo. Wir sind voll schnell. Hallo, Fuchs. Boah. Ja, ah, guck mal, wo er diesmal wieder ist. Unser Stromkasten. Oh ja, das ist super. Na? Donk.
Was, Donk? Ich bin gegen die Tür gerannt. Donk. Ich spiele jetzt einfach Sinn. Kann man weiterlaufen, wenn man gegen die Wand läuft? Nee. Schade. Es sieht aber auch sehr schön aus, wie du dann so mit dem Kopf durch die Wand gehst. Hm? Donk. Was haben sie mit ihrer Sanity gemacht? Ich bin gegen die Tür gelaufen. Fuchs, du brauchst aber ganz schön lang. Ja. Wie kommst du durch die... Komm ich so durch die Wand? Ja, der Kopf ist weg. Jetzt sehe ich dein Inneres. Das ist schön, dass der Kopf weg ist, aber ich sehe nur bis zur gelben Linie. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Das ist ein Unterschied, ob man sich selbst sieht oder... Jetzt stecke ich also anscheinend mit dem Kopf im Schrank. Oh mein Gott, der Ständer vom Schrank ist durch deinen Rücken gebohrt. Oh, zeig mal, das kann ich auch sehen. Wow. Warte. Oh, cool. Aufgetaucht. Oh, dieser Zustand, der nervt mich. Welcher Zustand? Der 25% Zustand. Schon wer wieder? Hat ein Foto gemacht? Ich. Ich fand den Boden so schön. I understand. Okay, was ist? Also, Salz? Ja. Nimm ich doch gleich mal Salz. Salz, mit. Zustand und Geist. Es ist genau die gleichen wie eben. Carol Clark. Ich habe gerade Carol Cock gelesen. Super. Ah ja, genau. Ich sollte vielleicht. Ich folge einfach irgendeinem, weil ich habe Buch und Salz dabei. Willst du nicht irgendwas mitnehmen, womit man den Geist finden kann? Nö, deswegen folge ich ja jemandem. Okay. Thermometer und Box. Dann nehme ich aber auch ein Thermometer mit. Ja, deswegen habe ich extra noch eins dazu getan, damit wir genug Thermometer haben. Was? Ich gehe mit dir? Ja, ich gehe mit dir. Dann komm nach. Mit meiner Laterne. Ah, nein, komm, wir gehen durch die Mitte. Wir gehen durch die Mitte. Geh mit, Fuck. Obwohl, nee, ich gehe außen rum. Ich höre ihn ja wahrscheinlich. Huch. Okay, Schmusebacke ist schon reingegangen. Wir waren nicht im Profi. Egal. So. Mahlzeit. Gib uns ein Zeichen. Öffne eine Tür. Schalte das Licht an. Keine Sporthalle. Gib uns ein Zeichen. Aber schnell. Carol Clark. Punkt. Öffne eine Tür. Schalte das Licht an. Bitte blitzen. Trigger ihn erstmal wieder und laufen nur ein bisschen rum, ohne in die Räume zu gehen. Öffne eine Tür! Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Telefon klingelt. Öffne eine Tür. Okay, wo? Was? Also bei dir, auf dem rechten Flügel wahrscheinlich dann. Nein, ich habe gesagt, lass das Telefon klingeln. Ach so. Gib uns ein Zeichen. Sind wir jetzt alle drei irgendwie links? Dann gehe ich nämlich nach oben. Nee, ich bin rechts oben. Ach so, Jen, du bist hier unten bei uns, oder was? Ja. Ah. Dann durchsuche ich das Licht an. Gerade alles mit dem Thermometer. Also hier ist keine Tür auf. Ja, hier auch nicht. Schalte das Licht an. Nö. Bin ich der Einzige mit dem Thermometer? Sind wir alle auf der Seite? Ist noch keiner nach rechts gegangen? Nee, rechts, immer noch rechts, oben bin ich. Warum sehe ich so viele Leute hier? Ich habe was klopfen hören. Ah, das sind zwei Lampen. Okay. Gib uns ein Zeichen. Also in unserem Wegräumchen vom letzten Mal auch nicht. Oh, schalte das Licht an. Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib deiner Mutter ein Zeichen. Schalte das Licht an. Ich geh mal nach oben. Er ist heute aber echt Arsch. Hast du das Licht gerade ausgemacht? Ja. Achso. Ich will nicht, dass die Sicherung irgendwann rausfliegt. Wenn man zu viele Licht anhat. Da ist noch nie. Also hier noch nie. Echt? Doch, wenn du, glaub ich, drei... Wenn du drei Flurgänge anmachst. Also wenn du zu viele anmachst, deswegen mache ich hier auch gerade wieder aus. Also wenn ich alleine unterwegs bin... Ich hab schon wieder was knarzen hören. Also rechts auf jeden Fall.
Rechts oben ist alles oben. Ich habe jetzt einmal den kompletten Gang. Telefon! Also ich habe gar nicht. Also hier schon mal nicht. Dann ist es irgendwo hier auf der Seite. Ring, ring, ring. Ring, 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 your boat. Also ich geh mal links oben. Komm mal rüber. Jetzt bin ich weiter weg. Ich zeig's auch. Hier, oder? Kommst du hier rein? Ich komme. Da war, glaube ich, hier war ein Step. Hier ist ein Zeichen. Konnte er sich endlich... Ja, 10 Grad und die Tür ist gerade geglugt. Oh, warte. Ich leg wie immer ein Thermometer davor. Und den ganzen Scheiß hier. Und ich kann das sogar ohne Thermometer. Ich bin stolz auf dich. Gell? Ist das direkt gegenüber von der Tür, oder? Ich habe ein Thermometer davor gelegt, lauf einfach den Gang lang. Da, hier. Hier, Fuchs. Ha, da, 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 da. Oh. Hm. Yeah! Geh bitte noch mal 2 Schritte weiter. Lauf! Ich dachte, der Schritt hat jetzt funktioniert, aber es hat mal wieder nicht gezählt. So ein Kack. Nee, Schritte zählen nicht. Doch, manchmal habe ich's schon. Echt? Mhm. Wie alt bist du? Und ich hab's gen... Old. Ja, Box. Also, Box Kamera... Taschenlampe... Salz haben wir schon, oder? Ja. Müsste ja. Eigentlich, er ist nämlich durch alle 3 Dinger gedackelt. EMF haben wir auch. Ja, aber nur 2. Ja, ich will nur an Geräten gucken, was wir noch gebrauchen können. Und dann nehme ich einfach nur eine Kamera 2 mit. 2 Bücher sind drin. Ich bringe noch eine Kamera mit. Ah ja, wir brauchen schon nur noch die Sanity und dann haben wir schon wieder alles. Ah, ihr habt Kopfkameras dabei? Ich nicht. Dann könntet ihr theoretisch den Raum mal gerade gucken. Kannst du die, genau, Taschenlampe aus. Ein bisschen höher und dann scroll mal so langsam nach links. Das EMS. Hier sehe ich nichts. Nein, nein, nein. So konnte ich mal nichts sehen. Was haben wir jetzt? Wir haben nur... Wir haben gar nichts. Box. Oder? Doch, die Box. Ah, die Box haben wir, okay. Box haben wir. Hisui, kannst du dich nochmal nach links drehen? Ja. Und die Kamera, die Taschenlampe ausmachen, genau. Noch ein Stück nach links. Noch ein Stück nach links. Das machst du ganz toll. Ja, aber. Aber da ist kein Orb. Nee. There is nothing. Aber in die Bücher hat er nicht geschrieben, oder? Kann ich noch nicht sagen. Kannst du mal, Chibi, du musst mal, machst du mal einen Schritt zur Seite und stehst nämlich genau in der Kamera, die ich nehmen will. So. Danke. So. Ich bringe auch gerade noch eine Stativkamera mit drauf. Habe ich auch gerade noch dabei. Ah ja. Was? Hier ist noch nicht das 4. Ah. Was ist hier? Ja, Gefriertemperaturen. Ah. Okay, so. Gespenst, Mare, Dämon. Dämon wäre Buch. Mare wäre Orb. Und Gespenst wäre Fingerabdrücke. Also Buch ist noch nicht geschrieben. Ah, Fingerabdrücke hier. Dann haben wir ein Gespenst. Carol Clark, zeige dich. Dann gibt's auch keinen Orb mehr. Nee, okay. Gefrier, Box und Fingerabdrücke. Wir können ja trotzdem mal eine Kamera aufstellen, damit wir wissen, wo er langläuft. Huch, wenn er uns sicherst du jetzt nicht, oder warst du das? Na, ich nicht. Nein, ich meinte Schmusebacke. Ja, ich bin. Nee. Stell mal die Carol Clark, auf. Zeige dich. Ich geh mal wieder in mein Lieblingsklassenzimmer. Kommt da jemand mit? Carol Clark? Ich weiß, welches Klassenzimmer du meinst. Hä?
Da ich gerade nicht weiß, welches Klassenzimmer du meinst. Carol Clark, zeige dich. Bist du die, die runterkommt? Nein. Achso. Mein Lieblingsklassenzimmer ist es unten links. Das gleich an der Eingangstür. Zeige dich! Weil ich du gehe Wurm. Jetzt Sanity troppen. Ich glaube, ich habe gerade meine Taschenlampe weggeschmissen. Gesundheit? So, mach mal Licht aus. Mach Licht aus. Carol Clark, zeige dich. Also, du musst nicht die... Also, wir haben das Licht im Raum aus. Nein, wir sind in dem Klassenzimmer. Wir bringen jetzt Sanity zum Troppen. Carol Clark, bist du hier? Carol Clark. Zeige dich. Bitch. Ah. Carol Clark. Du hast bestimmt nur Sechser geschrieben in deinem Leben. Oh. Deswegen hat er jetzt die Tür. Da guckt. Au, au, au. Das geht ja mal gar nicht. So hey, lachen, es gab aber ein Interaktionsfoto. Ja, ja, nein, er wird die ganze Zeit von der Tür angeschubst. Ich würde ja so lachen, wenn es die Lehrerin ist. Carol Clark. Telefon, Telefon. Ja. Carol Clark, zeige dich. Du hast bestimmt einen Dutt. Yo, Bitch. Zeig dich. Yo. Die Tür sollst du offen lassen, Bitch. So, ein Foto haben wir, jetzt können wir gehen. Ja, sie ist gerade hinter dir aufgetaucht übrigens. Ich habe ein kleines Foto, wo sie direkt neben dir steht. Cool. Das sehe ich natürlich dann bei mir nicht. Wir müssen noch die Sanity runterschrauben, ne? Ja, aber ich glaube dadurch, dass wir den Geist gesehen haben... Ja, das Geist gesehen ist auf jeden Fall ein Geister-Event. Ja, ich gehe mal gucken. Nee, die Dings ist... 57? Beim Durchschnitt? Ja. Okay. Dann mache ich auch noch ein, zwei Lichter aus. Ja, guck hier. Mach, deswegen sage ich, ich bin hier. Ich komm kuscheln. Kommst du auch zu uns wieder? Jo. Also bis jetzt bist du nicht hier. Nee, Hisui, du kannst ja im Van bleiben und gucken, dass die Sanity bei 25 kommt und dann uns Bescheid sagen, wenn wir... Das sieht so schnatz aus mit dem Kreuz und es bringt so wenig. Soll ich dir was sagen? Ich hab dir was mitgebracht. Oh, super. Meine Drogen! Aber noch nicht nutzen. Erst nachher. Aber ich bin süchtig. Guck mal, wie ich schon zittere. Wir wollen doch die Sanity troppen. Mach das Licht aus. Stroboskop. So, jetzt mache ich ein Foto von Argentinien. Oh. Oh, ihr seid bei 10. Ja, sie jagt. Oh, sie jagt. Lol. Versteck mich unterm Schreibtisch. Hä? War's das schon? Das macht aber doch keinen Sinn. Das war jetzt niedlich, aber doch kein Jagen. Ne, es waren 5 Sekunden. Ist doch keiner gestorben? Hä? Wieso ist ein Step hier? Ist sie gerade in diesen Raum hier umgezogen? Ich gehe hier. Ich gehe wieder. Tschüss. Ich habe das Gefühl, dass sie in ihrer... Weil ich habe gerade einen Step gehört. Ich habe das Gefühl, dass sie hierher gekommen ist. Ja, ich habe sie auch gehört. Das ist voll krass. Ich hole mal noch ein Thermometer von oben. Ich will das jetzt... Ich will das jetzt wissen. Ich bin in einem anderen Raum. Ihr seid bei 44. Okay. Ihr seid mir zu geisterhaft. Warte mal hier. Bei Durchschnitt 44. Mhm. Alter. Ich geh mal rüber auf die andere Seite und ich komme gleich dazu. Vielleicht sollte Hiso ja auch noch ein kleines bisschen hierher kommen. Huch. Sie hat mir die Tür wieder aufgemacht, also da ist es noch kalt. Jetzt jagt sie wirklich. Ja. Das ist eine blöde Kuh. Sie krabbelt natürlich. Cool,
Gute ist, ich höre sie nicht mehr. Das heißt, dann bin ich. Ich locke sie gerade ganz woanders hin. Ich höre die ganze Zeit das EMF. Oh, das ist eine Sackgasse hier. Hui. Fertig. Jetzt sind wir bei 38. Das hat sich gelohnt. Aua, total. Ich bleibe jetzt einfach hier sitzen, wo ich sitze. Ich versuche nochmal zu euch zu kommen. Ja, ich bin schon woanders. Ich gehe auf die andere. Hisui, wir gehen auf die andere Seite mal. In das Klassenzimmer. Ich war dahin auf dem Weg, aber dann wurde ich halt. Oh, jetzt jagst du schon wieder. Jetzt komme ich gar nicht bis dahin, wo ich hinlaufen wollte. Von wegen ein anderer Raum. Schaffen wir gar nicht. Doch, 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 ich hab's geschafft. Oh, wir würden ja so gerne mit reinkommen. Aha. Bleib einfach hier hinterm Schreibtisch hocken. Die kleine Fuchs möchte von ihren Eltern abgeholt werden. Geht nicht. Ich glaube, sie hat die Sicherung ausgemacht, die blöde Kuh. Okay. Wie sieht's jetzt mit der Sanity aus? Wissen wir nicht, wir sind jetzt alle reingegangen. Also wir sind jetzt auf dem auf der rechten Seite in dem rechten Klassenzimmer. Ich bin jetzt gerade mal in der Mitte. Ich geh jetzt mal gucken, wie die Sanity aussieht. Also ich weiß, dass Amarok am niedrigsten war. Bei 24 vorhin. Na, dann kann ich rauskommen. Ja, ich guck jetzt mal nach, weil ich warte nämlich jetzt direkt in der Mitte an der Tür. So. Wie sieht's denn aus? So. Also, ich hab 27, insgesamt sind wir bei 30. Ja. So, das kratzt mich alles nicht mehr, ich bin sicher. Ja. 12%. 12%, na ja. Ja. Na, wir zwei nehmen uns nicht viel. Nee, das stimmt. Ich hab 10% mehr als du. Also bleiben die anderen beiden nochmal drin und dann kommen wir schon runter. Wir sind schon bei 28. Yay. Ich könnte den Geist mal noch. Ah, hab ich schon. Mach mal das EMF aus. Ich hab das nicht angemacht. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich such's mal gerade. Ah, da. Es lag auf dem Rücken. Dann sieht man die Lichter nicht blinken. Aber ich hoffe, sie fängen nicht wirklich damit an, dass es irgendwann einen Geist gibt, der im LKW auftaucht. Oh, das wär ziemlich fies. Wie viel sind wir jetzt? 30. Immer noch, Alter. Na, ein bisschen weniger. Also, wir haben es gleich. Ja, es schwankt zwischen 28 und 30. Genau. Ja, ihr müsst gucken, wann das Ding auf der Tafel weg ist. Nö, eben noch nicht. Genau. Macht Licht aus, dann geht's schneller. Ja, dann macht er das Licht aus. Ja, ich kann nicht. Ich bin im Dingens. Ja, also wir sind schon draußen. Ich bin ja. Also, die Sicherung ist, glaube ich, aus, weil es ist drinnen wieder kalt geworden auch. Kann doch kurz verlangen. Muss er eigentlich. Ah, sie ist rechts unter der Treppe oder links? Links. Ich komme nämlich da einmal nicht klar, ob es spiegelverkehrt ist oder richtig rum. Nee, du musst. Der Eingang ist oben und dann musst du es quasi rechts, links vertauschen, gedanklich. Jetzt habt ihr es geschafft. Ja. Jetzt jagt sie aber auch. So ein Pech. Sie jagt euch aus dem Haus. Ha! Ich hab mal Pillen genommen. Ich auch. Soll ich auch noch welche nehmen, aber 43 kommen sie eigentlich so doch safe raus. Es sind gar keine mehr da. Ja. Huch, Entschuldigung. Alles gut, ich bin hübsch. Mit dem Maustaste hängen geblieben. Ich jagt's aber an. Ja, ihr habt das 35 Sekunden rum. Okay. Ah. Also was hatten wir jetzt eigentlich als Hinweise? Entschuldigung. Es ist ein Gespenst. Wir haben Fingerabdrücke, Box und Gefriertemperaturen. Gut, hab ich. Ups. Ich bin stolz auf mich, dass ich auch nochmal ein Geisterfoto hinbekommen habe. Flievertü.
Oh, ich sehe ein Licht auf den Schuh kommen. Oh, geistiges Licht. Und ein Zielfoto und als erstes ist... Das ist bestimmt Hisui gewesen. Ja. Okay, haben wir alles eingetragen. Ja. Blitzlichtgewitter. Jo, schön. Hatte jemand eigentlich geguckt, was für Tagesaufgaben wir haben? Ja, Verträge. Ja. Was, Träge? Verträge. Ah, okay. Und was noch? Und was noch? Weiß es nicht. Kann ja einer mal von euch kurz rausgehen und nochmal reinkommen, wenn er vorher kopiert. 866843. Ich guck auch gerade nach, weil damit ich wissen, ob ich die Sanity schon hab. Also, wir haben. Ich muss noch einen Vertrag spielen und Sanity 0. Und was war das andere noch? Das andere war, finde den Geistertyp heraus. Ah ja. Geistertyp haben wir, also brauchen wir noch einen Vertrag und dann Sanity 0. Wenn ich das gewusst hätte. Gut, wir haben jetzt Prison, Asylum und Tanglewood. So, ich hoffe mal, mein Sichtfeld wurde jetzt besser. Weil ich hab was darf es sein? Tja. Wenn Asylum nicht so groß wäre, würde ich sagen Asylum. Ich hätte nichts mal, aber ihr mögt Prison nicht so gerne, oder? Nee. Können ja auch mal ein Prison machen. Aber auf Prof, fortgeschritten, okay? Das ist okay. Oder Anfänger. Nee, Anfänger sind die Geister immer so träge. Ja, mach fortgeschritten, dann kriegen findest wir auch. Du? Dann kriegen wir auch die Sanity. Dann kriegen wir die Sanity auch auf null. Okay. Ihr habt alles schon reingeschmissen? Jo. Sehr nett. In der Kopfkammer muss ich finde da auch noch was reingucken. Was? Habt ihr noch Kopfkammer? Was? Was jetzt? Zwei Stück sind drin, ja. Die habe ich gerade angeguckt. Okay. Nee, ich hatte die Flaschenlappen reingeschmissen und da waren zwei frei und es ist so. Frei. Ich habe jetzt zwei Kopfkameras reingeworfen. Weil ihr seid immer so schnell, da kann ich nichts mehr reinschmeißen. Was machen wir? Es hat eine legendären Charaktere in chinesischen Klamotten gemalt. Die haben doch teilweise chinesische Klamotten. Ja, nein, aber halt, guck dann auf Twitter. Also so halt chinesische Business-Klamotten und so. Huch, hallo. Ich das ist wir haben wieder das gleiche, nur haben wir jetzt diesmal EMF-Räder statt Geister-Event. Yay. We have reports of violence. Taschenlampe brauche ich, hab ich. So, gucken wir erstmal, ob man das so sieht. Sehr gute Idee. Da steht nichts rum. Auch nicht. Ich höre Schritte. Woher nur? Ich weiß es nicht, die sind überall. Da auch nicht. Ich kriege so ein Gipsstelle vor mir. Okay, das war's. Also nichts Offensichtliches. Wie heißt der Geist? Stephen Thomas. Ja, ich glaube, ich sehe mehr. Wer geht wohin? Ich laufe mit dir. Ich bin wieder rechts rum. Ich laufe wieder hoch. Dann gehen wir links.
Hallo, es Tür. Ist eigentlich egal, wo ich entlang laufe. Ich finde alles gruselig hier unten. Hier. Ach, deswegen magst du die Karte Gib nicht. Gib uns ein Zeichen. Ja, ich bin zu selten im Prison. Ich fand das Prison ganz am Anfang toll, aber mittlerweile finde ich es, ja, okay. Ich mag halt die Zellenblöcke sehr gern. Und das war's, die Büroräume finde ich doof. Über die Mitte lang. Schalte das Licht an. Wie hieß er? Thomas irgendwas. Wilson. Thomas Wilson? Nee, da war nicht mehr. Steve Thomas. Gib uns ein Zeichen. Steven Thomas? Das kann sein. Ja, da war nichts mit Blödsinn. Du bist übrigens recht leise, Hisu. Wir müssen deinen Pegel vielleicht mal lauter stellen. Soll ich ein bisschen mehr schreien? Ja, bitte. Also ich habe hier oben schon mal 13... Ja, hier ist er auch nicht. Ja, hey, 13, so 13 ist zu warm. Wenn du Spaß in den Zellblock zu suchen, ist schon mal gut, aber 13 ist noch nicht. Ich öffne eine Tür. Hier ist auch noch zu warm. Ja, du bist ja auch da. Ich guck nur einmal gerade die Treppe rauf. Einmal. Drei Lichter konnte ich ja anmachen ohne Probleme. Also ich habe hier oben auch schon zwei Lichter angemacht, ne? Ich habe noch gar nichts angemacht. Der Zellenblock ist auch hier. Und hier oben ist er auch nicht. Nö, also im Zellenblock A ist er mal nicht. Okay, jetzt ist die Temperatur wieder weg. Muss man die Zellen nicht aufmachen oder? Nee. Brauchst du nicht. Okay. Ganz am Anfang habe ich die auch immer überprüft, aber es kostet so viel Zeit. Also in das eine Ding will ich nicht oben alleine rein. In welches Ding? In den Schief-Dinger da wo auch das die Krankenstation ist. Okay. Öffne eine Tür. Ja, dann, wir sind so grob auf dem Weg dahin, dauert noch eine Minute, dann sind wir da. Also ich bin jetzt gerade runtergelaufen. Okay, dann überprüfen wir das. Zeichen. Okay, ich glaube bei mir ist er auch nicht. Gib uns ein Zeichen. Weil hier sind gepflegte 15 Grad. Schnuffig warm. Thomas Wilson. Würfel 4D8. Ja, der heißt Steve Thomas. Warte. Thomas. Nein, ich wollte durch die Tür da gehen. Tut mir leid, mein Roll 20 ist noch zu. Also spielt unser Game Master gerade was anderes. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Repariere einen Generator. Gib uns ein Zeichen. Ich fange mal im Chief's Office gleich noch an. Hier ist er auch nicht. Ich mal hier in der Dusche nach, aber da hier ist auch noch eine Winnie. Hab ich einen Step gehört? Gib uns ein Zeichen, aber hier sind 20 Grad drin. Hier liegen Handschellen, Schatz. Ja, nimm mit für zu Hause. Insgesamt liegen da knapp 3 oder 4. 3 bis 4 liegen da rum. Du hast einen EMF dabei, Schmusi? Hier ist er auch nicht. Richtig? Nee, ist alles zu warm. Ja, das ist, weil du hier bist. Ich guck mal hier, haben wir die im Mittelgang die Zimmer? Habt ihr durchgeguckt? Nee, noch nicht. Da gehe ich dann mal dahin. Welchen Mittelgang? Da hinten ist die Tür offen. In der Krankenstation warst du nicht, Jen, oder? Nein. Oh, gesagt, oh, nein. Yeah. Und der Knochen ist auch. Oh, ich krieg hier gerade. Oh. Er hat sein Wunderland gefunden. Ich hatte noch nie ein. Oh, das war die Sicherung. Ja, und da war der Strom weg. So, und wenn ihr die Taschen, wenn ihr die Taschenlampe jetzt ausmacht und einmal euch im Kreis dreht, kann ich gucken, ob ihr einen Orb habt. Aber Taschenlampe aus. Ja, wo denn? Ah, du hast Hisus Lampe an, okay. Chibi, kannst du uns sagen, wo der Generator ist? Moment, jetzt. Ja, da muss Hisu kurz stehen bleiben. Drüben, auf der anderen Seite vom. Ach Gott. Im Zellenblock A oder was? Nein, ihr seid oben. Ja? Ja.
Wenn ihr vom Krankenzimmer raus, geradeaus ins nächste Zimmer rein. Okay, dann weiß ich, wo es ist. Da hinten beim Chief. Ja, ja, da geht ja, ja. Gerade hin. Achso, wir sind ja eh gerade da. Ja, sie auch. Hisui? Ah ja. Ja. Geh du nochmal zurück ins Krankenzimmer. Ja, hier war eine Tür. Achso, dann ist... Okay. Wer ist jetzt im Krankenzimmer? Ich. So, dann macht mal Licht, die Cam aus, die Taschenlampe aus. Schatz ausmachen. Habe ich. Ja, immer. Moment. Aber das ist hier hinten. Also so, warte mal, ich stell mich mal hierher. Ich lass mal eine Kamera hier und dann hol ich nochmal Zeugs. Cam? Du bist die mit der Taschenlampe in der Hand? Nein, ich habe gerade meine Taschenlampe. Das bin ich, die Licht an- und ausmacht. Okay, dann Moment. Nee. Einen Moment, ich muss erst gucken, wer ist. Also ich guck mal, ich guck also mal. Also ich habe jetzt hier ein Thermometer in der Hand. Wer hat denn das Thermometer in der Hand? Ich fast. Okay, gut. Dann macht mal das Licht aus. Ist aus. Okay, ich sehe jetzt gerade nicht. Alter, ist das hell. Warum ist denn das so hell? Ich glaube, hier ist das hier. Ja, noch sind 0 Grad. Echt? Nee, ich sehe keinen Orb hier drin. Okay. Nee, ich hab. Ja, okay, wir sind in Atem, aber trotzdem sind noch 3 Grad. Vielleicht noch in dem Raum, in dem anderen Raum da? Nee, das ist jetzt minus gerade, jetzt. Okay. Es ist wirklich hinten der Raum. Ja, es ist, das ist cool. Ich habe noch nie einen Geist in der Krankenstation gehabt. Und wie gut, dass ich da raus bin, weil ich finde den Raum nämlich sehr gruselig. Also EMF lege ich auch mal hierher, dann haben wir alles. Haben wir schon alle Beweisgräber oben? Nein. Also wir haben EMF. Liegen, wir haben Thermometer oben liegen. Ja, ich habe auch noch ein MF. Eine Kamera brauchen wir erstmal nicht. Dann hole ich die Taschenlampe mit und wir haben ein Buch und eine Geisterbox. So. Okay, dann brauchen wir das hier. So, den Namen des Geistes merke ich mir gerade nochmal. Ich weiß nicht, was sie sagen. Salz brauchen wir noch. Steven Thomas heißt der Name. Ja, Salz habe ich in der Hand. Okay. Bist du ein Kind? Nein. Cool. Nehmen wir mal einen Kaffee mit. Mm. Klau denen die Donuts, dann sind plötzlich alle Polizistengeister hinter dir her. Die waren jetzt zu weit weg. Die haben Hiso und ich eh schon mitgenommen. Ja, es sind aber 3 oder 4 Stück. Also das ist noch ein bisschen was zu mitnehmen. Ich glaube, die kann man nicht aufheben. Doch. Echt? Geht? Cool, hab ich noch. Ja! Nice! Klau ich dir mal als Geist! Das ist die erste Aktion, die ich mache. Das ist Handschellen klauen. Furchtbar. Ja. Brr. Hallo, ich hab selber 2 sogar in 2 verschiedenen Versionen. Reagiert der Geist auf alleine oder sowohl als auch? Ja, das musst du lesen. Weiß ich, bin ich im Van, du Doofy. Ich bin da auch erst gerade angekommen. Hat jemand Salz dabei? Ja, ja ich. Scheint wohl auf Gruppen als auch auf Einzelnen zu reagieren. Wo bist du? Nimm mal die Kuchis mit. Bist du ein Kind? Warum? Wofür? Wir brauchen noch bist du Salz hier? Hast du ein Foto dabei? Wie alt bist du? Einer liegt oben. Warte, ein Foto kann ich dir... Nein, ich frag nur, weil manchmal, wenn ich das Salz streue, taucht er nämlich auf. Aber ich hab einen in der Hand. So, ich hab jetzt auch nochmal eine Kamera und würde nochmal... Wo bist du? Hey! Nein! Ah, ich hätte gleich... Oh, Mann! Willst du hier ein Foto von der Tür noch machen? Ich bin jetzt so... Oh doch, es war noch ein Geisterfoto. Dann ist es ein Phantom. Habt ihr euch jetzt nachgerettet mit dem Foto oder warte, was? Warte, wir haben EMF5, so. Haben wir das? Ja, nee. Ich sehe hier gerade EMF. Doch, ich hatte gerade den EMF5 hier. Okay. Also, wir haben damit Gefrier und EMF5. Jetzt brauchen wir noch den Orb, damit wir ein Phantom haben. Meine Videokamera kommt auch noch hoch. Dann haben wir 2 da oben. Und dann können wir nochmal in Ruhe gucken. Phantom weil Banshee. Wenn der jetzt als erstes wieder im Van ist, kann ja nochmal gucken. Guck gleich, weil ich habe nämlich außer Taschenlampe nichts mehr dabei. Okay, gibt es keine Geisterbox mehr. Dieses Zimmer da hinten ist so weit weg. Also wir haben bisher keine Fingerabdrücke und
Der Orb ist wahrscheinlich. Guck mal an der Tür vorne. Wo mein. Ach so. Ich stelle einfach mal vorne direkt an der Tür, stelle ich die Kamera an meine Weil als ich raus wollte, hat er mir nämlich die Tür vor der Nase zugemacht, kurz bevor er bei dir erschienen ist. Ich vermute deswegen auch Phantom, also Orb, weil ich Phantom vermute. Wo habe ich denn jetzt die. Ich stelle eine Kamera draußen vor die Tür hin, vielleicht sehen wir sehen wir ja dann. Ich guck gleich. Spät. Habt ihr hier drin eine Kamera hingestellt? Ich dachte, es wäre einer mit Kamera rein. Nee, wir hatten nur die Kopfkameras dabei, glaube ich eben. Ach, warte, dann stelle ich die Kamera einfach mal drinnen hin. Also Fingerabdrücke haben wir hier bisher noch keine. Ach, bin ich dumm. Durchschnittliche Gesundheit ist bei 53%. Okay. Oh, die Chance, dass wir hier das Kruzifix triggern, ist gering. Wasser. Wir brauchen ja auch kein Kruzifix triggern. Wir müssen nur wieder den geistigen Gesundheit. Ja, ich meine nur, das heißt, wir werden sehr unwahrscheinlich Jagden verhindern. Gott, piepst das. Okay, wir brauchen nur noch den Orb und Gesundheit. Chibi muss nur noch gucken. Ja, es ist nur überall gerade sehr hell. Nö. Dunkler also wird's eigentlich nicht. Keine Kamera, keiner mit er scheint aber gerade Licht angemacht zu haben im Raum, oder? Es ist echt super. Also, es ist super hell in dem Raum, das stimmt schon. Hä? Bei mir ist dunkel. Wo habt ihr die Cams aufgestellt? Hinten in dem Zimmer. Ja, ja. Der Raum ist einfach so hell, habe ich das Gefühl. Kannst du mal das. Er kommt auf dich zu. Ja, es ist auf jeden Fall ein Phantom, weil Fuchs hat es gerade fotografiert und er ist verschwunden und das Dingsgeräusch ist weiter. Also dunkler wird es leider nicht, Jen. Es müsste die letzte Kamera sein, weil das eine feste Kamera ist. Er jagt. Entschuldigung. Ja. Nein, die letzte Kamera ist bei mir eine Kopfkamera und zwar von mir. Er will mich. Oh, er hat dich. Ich habe in der Ecke gesessen. Ich bin direkt. Hallo. Hallo. Ich bin ein Geist. Und meistens ganz. Ich bin direkt im Büro, wenn du. Wo der Strom ist. Hinten in der Ecke. Und eigentlich hätte er mich nicht finden müssen, aber irgendwie hätte er mich auch. Echt, da ist er hin? Krass. Ja, seid ihr sicher, dass es ein Phantom ist und keine Banshee da? Es muss ein Phantom. Ach so. Ich bin definitiv mir sicher, dass das kein. Da ist kein Orb. Die ist mir hinterher und das Foto hat auch nicht geholfen. Das Problem ist. Fuchs hat den Geist fotografiert. Dann ist der Geist verschwunden. Das war ja noch vor der Jagd. Und als er verschwunden ist, war aber das Geräusch vom Geist halt noch da. Und das ist ein Hinweis auf ein Phantom. Er rennt gerade aus dem Krankenzimmer. Oh Gott, das ist ein Hingebein. Ja, das ist der Gehäutete. Das Hingebein hinkt jetzt hier durch den Raum, hinkt jetzt durch das Zwischending. Hinke, Hingebein. Die Treppe runter. Also jetzt geradezu die Treppe runter. Okay, weiter. Hingebein. Hinge. Okay, um die Ecke. Weiter. Sind wir im Mittelgang? Okay. Und ist vorbei. Also er ist jetzt bis in die Mitte des Gefängnisses gelaufen, unten vor der Mensa. So, also, kurz mal zu den Cams. Cam 1 ist draußen, 2 ist die Cam, die gleich beim Eingang gezeigt wird. 3 ist vor B-Block, 4 ist vor A-Block, 5 ist A-Zellblock, 6 ist B-Zellblock, 7 ist, keine Ahnung, was das ist, ich glaube, das Chief-Teil, 8 ist die Mensa, 9 ist draußen der Sportplatz, 10 ist irgendein Weg zu den Blocks, 11 ist, glaube ich, oben. Es müsste da irgendwas über 16. Hoch. Es müsste irgendwas über 16 sein. Ist gerade die. Nein, wir sind bei 15. 12 ist die Hisui und dann kommen die Kopfcams. Echt? Okay. Und das hatte ich vorhin auch. Und zwar bis zur 16, bis Fuchs gekillt wurde und dann ist es runter auf 15. Ja, fertig. Also.
Du solltest nicht diese Treppe runter, nur so nebenbei, weil da geht er lang. Ja, toll, danke. Sie ist getötet worden. Oh. Nee, du bist hier. Oder? Ah, nee, das ist unten, Entschuldigung. Wo ist er denn jetzt? Ich laufe irgendwas hinter lauf, mir. Lauf hin. Einfach, ja, lauf weiter. Du hast noch 15 Sekunden. Renn einfach wie blöd. Also ich. Du hast noch 10 Sekunden, 5 Sekunden knapp. Scheiße. Renn einfach mit Shift und renn so schnell du kannst. Müsste jetzt dann vorbei sein. Ja. Jen, kannst du mal gerade auf unsere Sanities gucken? Ja, wir sind, also ich warte eigentlich drauf, du bist bei 0 und Hisui okay. ist bei 17. Okay, also, Phantom. Ich warte darauf, jetzt ist die 25 getroppt. Okay, der Grund, warum ich glaube, dass es ein Phantom ist, oder ziemlich überzeugt bin, weil ich habe es einmal fotografiert, ist es verschwunden in diesem Moment. Und Fuchs hat es auch gemacht und das Geräusch, dieses Geräusch ist halt geblieben. Und das ist ein sehr deutlicher Hinweis aufs Phantom. Warum hast du eigentlich die Kamera da oben nicht hingestellt? Er jagt schon wieder. Hisui? Ich tue erstmal die Handschellen ins Auto. Ich hab die jetzt einmal so schön. Also, wenn sie dieses Hisui? Auto noch weiter wegstellen, ja. kriege ich die Krise. Hallo? Ja, hallo. Ich hab dir was mitgebracht. Hier, auf dem Boden, dreh dich um. Die Handschellen, die jetzt im Bus liegen, sind meine. Du bist tot, du kriegst nix. Aber die habe ich mitgebracht. Du bist trotzdem tot. Versteckt. Was ist los? Steht irgendeiner bei euch vor der Tür von dem einen Zellenblock? Das ist ein lila Punkt. Warum stehst du da? Weil ich nicht so weit laufen will, um rauszukommen, wenn die Jagd vorbei ist. Weil er hat ja eben nochmal angefangen zu jagen, während ich auf dem Weg nach draußen war. Ja, ja, weil die Sanity bei 30 war. Ja, auf wie viel ist sie jetzt? Bei 50, weil wir haben, sie hat Tabletten geschluckt und ich habe Tabletten geschluckt und ich warte jetzt hier vor der Tür, bis du da bist. Dann ja, ich versuche noch. Tabletten. Guck mal, ich schmeiß dir hier die Tabletten rein. Das ist schon mal super. 1, 2, bitteschön. Dankeschön. Ach, scheiß drauf, ich gehe jetzt raus, bevor der nochmal anfängt zu jagen. Der jagt nicht mehr, wir sind noch bei 50. Okay. Also wir sind... Wir haben aber immer noch nicht den letzten Hinweis, ne? Das ist halt ein Orb. Es muss der Orb sein. Aber wir können ihn nicht sehen, weil keine Cam da drin ist. Wie kann ich denn hier bei dem Kamerahaus auf Nachtsicht? Stell mal, es ist dunkel. Auf die Tastatur. Genau. Aber das war schon dunkel. Also du musst hier drauf. Ja, ich wollte gerade auch mal durch. Echt, es ist keine Kamera im Raum. Aber es, ist eigentlich egal, weil es muss der Orb sein und du brauchst nicht das dritte Ziel. Den dritten Hinweis, um den Geist einzuloggen, richtig? Ja, ich weiß. Plus, ich will da nicht mehr rein. Du brauchst gar keinen Hinweis, um den Geist einzuloggen. Ja. Deswegen okay, wäre also, mein Tipp halt also Phantom. Du willst Phantom eintragen. Ich will Phantom und auch nicht mehr rein, genau. Ich bin mir halt sehr sicher. Ja, ich gehe ja sowieso nicht in dieses Zimmer. Ich finde das nämlich mega spooky. Einfach aus Prinzip, weil es mich getötet hat. Was machst du? Ich habe jetzt Banshee genommen. Also mein Gefühl wäre jetzt auch Banshee, einfach. Aber, also, weil er halt verschwunden ist. Du kannst von, also mir ist es wurscht, ich bin ja, also du kannst auf Phantom einklicken und wir machen Banshee und gut ist. Ja, macht wie, und genau. Genau, Ende jeder macht. Hat jemand meine Leiche fotografiert? Ach, scheiße. Wo liest du? Ja, danke. Nicht direkt da, wo der Stromkasten ist. Hab ich vorhin direkt also gesagt, oben. Dass ich da bin und alle an mir vorbeigelaufen sind. Also eigentlich, wenn du die Sanity-Pillen fressen müsstest, sind wir auf jeden Fall wieder gut. Ja, das mache ich jetzt. Kann man nicht eine Kerze mitnehmen? Ist es nicht, dass sie die Sanity ein bisschen rufen? Ja. Und ich mache den Geist in den Augen und sage euch, wo er ist. So, ich nehme jetzt erstmal die Pillen. Gibt's denn EMF5 übrigens? Liegt hier oben eigentlich ein Buch? So, ja. Das nehme ich mit und eine Kamera. So. Dann schmeiße ich die Taschenlampe erstmal weg. Ja, du siehst es ja auch nicht. Als Geist siehst du das Buch nicht. So. Also, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal. Beziehungsweise, du siehst es als schwarz. Jetzt sind wir bei 80%. Ja, das sollte nochmal reichen. Ist schwarz. Ich nehme auch mal an, dass die Sicherung aus ist mittlerweile. Aber das ist die Kamera, aber die Kamera ist grün. Normalerweise müsste es die Kamera. Was? Wir haben noch Licht. EMF5, ich war mal vor.
Ja, der Geist ist bei 9. Ja. Aber Durchschnitt ist 79%. 80. Ich bringe jetzt auch zuallererst mal die Kamera rein, da könnt ihr nochmal nach dem Orb gucken. Und dann fotografiere ich Fuchs. Wieder runter? Also ich habe eine Kamera bei meiner Leiche liegen, wenn das hilft. Oh, dann haben wir gleich zwei. Weil eine stand schon vor der Tür, die habe ich gerade mitgebracht. Übrigens, die okay. Kamera, ach, da ist doch schon eine drin im Raum. Ja, die ist auch drin, aber die ist nicht an. Ach so. Die ist an. Nein, die ist nicht an. Moment, Moment. Hetzt mich nicht so. Das ist doch das, was ich. Das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Sie ist doch, nicht sie an. Ist. Sie ist auf jeden Fall an. Aber also, sie ist. Ich habe sie gerade extra nochmal aus und nochmal angemacht. Super, jetzt hat er mich wirklich. Jetzt ist sie an. Okay, ich habe sie nochmal aus und angemacht. Aber sie steht scheiße. Aber ich habe zwei jetzt im Raum. Insofern könnt ihr sie von beiden Richtungen. Aber. Hä? Ich check's nicht, Entschuldigung. Ja. Was? Nee, genau, da hinten oben in der Ecke. Ah ja, ich seh's. Oh. Jetzt bricht mir das Herz. Also ich sehe bis auf die Nummer 16 jetzt nichts, was im Raum, was unseren OP-Raum, Krankenstation hat. Man sieht, dass auf der anderen Seite eine Kamera steht, aber die ist nicht. Gell? Das ist total die ist nicht seltsam. An. Ich kann dir nicht sagen, warum die nicht an. Vielleicht ist die Buggy. Nee, nicht die, die andere hinter dir. Ach so. Das war meine, die jetzt an ist. Also ist seine noch aus. Ah, okay. So, jetzt habe ich die auch an. Ja, aber du solltest, glaube ich, jetzt abhauen. Ja, das ist mein Plan. Jetzt sind wir bei 70%. Ja. Ich gehe jetzt erstmal nochmal raus. Ihr habt genug zu gucken. Ja, genau. Guck mal. Aber ich sehe keinen Orb. Ich auch nicht. Was bräuchte man für Benji? Fingerabdrücke. Warte, ein Ort, wo man gucken kann, habe ich noch. Die Pfötchen. Pfötchen? Mach mal ein Foto von der Tür. Gucken mal jetzt, wo er hinlang läuft. Und zwar. Und zwar mache ich die jetzt mal in die Richtung. Mach doch einfach mal. Ja. Also der Geist ist bei 0 gerade. Ne, bei 2 jetzt. Ja, gerade ist nämlich eben immer 2. So. Jetzt könnt ihr nochmal gucken, ob ihr irgendwas zu sehen kriegt. Ja, ich habe die. Wenn ihr jetzt einen Knochenorb findet, aber ansonsten. Aber jetzt sind es auch wieder nur 2 Kameras. Also wenn du noch eine dritte aufgestellt hast, es sind nur 2. Nee, ich habe jetzt nur 2 Stück. Ich habe die beiden jetzt umgestellt, die drinnen waren. Ach so. Ich kann die dritte gerade nochmal holen, weil ich mich gerade vergessen. Nee, passt schon. Aber der Raum ist wahnsinnig hell, oder? Mhm. Ja. Hattest du eine Kamera dabei irgendwo, Fuchs? Oder ist die im Raum schon war? Ja, neben meiner Leiche lag eine Kamera. Mach du mal deine. Ach nee, ich sehe keine. Oder mach mal deine Taschenlampe aus. Was ist eine Taschenlampe? Der ist ja nicht mal im Raum. Oh, dein Kaffeebecher. Ich bring deinen Kaffeebecher mit. Weil das andere ist EMF? EMF 3. Nee, ich sehe nix. Nee, ich habe auch nichts gesehen. Also entweder ist der Orb wieder mega buggy oder ja, es ist keiner. Dann machen wir Rätselraten. So, ich komme gerade mit Kaffee. Jo, hat jeder eigentlich schon eingetragen, was er denkt? Ja. Weil dann kannst du ja. Dann kannst du schon fahren. Fahren ohne mich. Ja. Machen wir auch. Tschüss. Ich trinke einen Kaffee auf dich. Schmusebacke, sollen wir nochmal Kaffee machen gleich? Nein. Oh Manno. So, okay. Bye. So, und tschüss. Er jagt, er ist im Van. Der Geist.
Ah, doch ein Phantom. Ich war eh tot, so viele Punkte hätte ich eh nicht bekommen. Ja, und mir ist es egal, weil ich bin ja schon so hoch. Okay, Tanglewood High School Asylum oder Bleasdale Farmhouse? Irgendwie will ich ein Farmhaus. Ja, wir hatten heute noch kein Farmhaus. Fortgeschritten, Profi, normal. Bro machen. Auf Bro. Bro ist gut. Ich bin ein Geist und niemand kann mich sehen. Geht's dir gut? Vom Geist der Weihnacht, ein sehr süßes Musical. Aha. Wenn Fuchs noch bereit klickt, können wir los. Ich guck halt gerade noch, ob ich irgendwo was dazufügen Nein. kann. Dann zieh ich mir in der Zeit mal was. So. Ja. Ich frage mich, wer von euch da gerade rumspackt. Ich nicht, weil ich schreibe gerade. Ah. Oh ja. Oh ja, los, los. Geh vor und zurück, schneller. Oh nein! Beide EMFs weg, was mache ich denn jetzt? Oh, leck mich doch! Ist schon okay, ich nehme eine Geisterbox mit und eine Taschenlampe. Nein, ist auch schon weg! Willst du die haben, mein Schatz? Ja, eins von beiden hätte ich gerne. Wie mache ich das nochmal? Oh, da. Auf Profi nehme ich nicht gerne die Thermometer mit. Jetzt habe ich vergessen, wie der Geist heißt. Joseph Davis. Ah ja. Hey, mal wieder unter 25% Sanity. Ja, deswegen habe ich schon geflucht. Wir müssen unser Null noch schaffen. So, will jemand durch die Back... Ah, geht schon jemand zur Backdoor. Ja, ich gehe durch die Werkstatt. Geh direkt rein, weil da ist der Strom. Okay, dann gehe ich nach oben. Joseph Davis. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Oh, old. Ja, wo war Wie alt bist du? Ja, hier oben. Geh mal kurz bitte aus dem Raum raus, Schmusi. Wie alt bist du? Okay, dann probiere ich auf den Gang nochmal. Wie alt bist du? Ist der gerade an mir vorbeigerannt? Wo bist du? Wie alt bist du? Du bist deine komplette Doppelkopf. Wie alt bist du? Da ist ja der Knochen. Cool. Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo ist der Knochen? Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Wo war das denn jetzt gerade? Bist du ein Kind? Wo bist du? Das war total weird. Also ich habe das auch gehört. Ja, ja. Und bei dir war es nicht Fuchs? Nee. Wo bist du? Warte, ich gehe raus. Wie alt bist du? Dann geh ich nochmal unten hin, weil wie gesagt, bei mir kam nicht... Ich habe auch nicht. Oben vielleicht? Guck mal gerade. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du ein Kind? Um.
Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bin hier für das für diesen Waschraum. Okay. Wie alt bist du? Welchen Waschraum? Hier diesen da, wo die Waschmaschinen drin stehen. Weil von den Temperaturen her, hier sind noch 11 Grad. Schon seit ich hatte 9. Weiß ich nicht, 10 Grad. Gib mir ein Zeichen. Aber der Flur ist halt total komisch. Es war komisch, weil es nur eine einzige Antwort gab. Ja. Wir hatten das zweite EMF. Ich? Nee. Okay. Ich gehe mal einfach auf gut Glück nach unten. Er jagt schon? Alter. Will ihn schon wieder sterben? Nee, das bin ich. Oh! Ist keiner gestorben? Er ist in der Küche. Also Küchenbereich irgendwo da muss er sein, weil er kam jetzt nämlich aus der Küche, zumindest klang's links herum. Und ich bin direkt vorm Eingang von hinten rausgekommen. Wo bist du? Hier, ja, hier in der Küche. Er hat doch Küche. Er hat mich angezeigt, der Wichser. Aber echt warum komisch. War der jetzt so schnell, warum ist er jetzt so schnell in die Jagd gegangen? Wir gucken mal, was für eine Sanity wir haben. Dann könnte es halt eine Banshee sein. Ich hab ein Fragezeichen. Nee, ich glaube nicht, dass es Banshee war, weil ich stand einfach nur direkt vorm Eingang und als er aus der Küche raus war, hat er mich halt gesehen. Kommt halt auf die Sanity an, weil die Banshee ist der einzige Geist, der jagen kann, wenn wir noch mehr Sanity... Wir haben 30% Sanity. Hau! Wie haben wir das denn gemacht? Der bestimmt stand die ganze Zeit im Dunkeln. Nee, oben war ja dauernd Licht. Also so schlimm hatte ich jetzt auch nicht vermutet. Das ist voll krass gerade. Also es war oben ja dauerhaft Licht. Es sei denn, er hat uns ständig... Ich hab Dolt auch gehört. Aber meine Geisterbox hat nichts angezeigt. Die hat nur gerauscht. Was? Ja, ich habe auch Dolt gehört. Nee. Was? Du bist auch im Van? Ich bin auch im Van. Warte, wir hören Hiso irgendwie nicht. Warum? Guck. Versuch nochmal zu reden. Ja? Also das bin ich. Oder nee, jetzt höre ich dich nicht mehr. Doch, hört ihr mich? Ja. Ja. Hm, ich habe gerade die ganze Zeit geredet und ich habe keinerlei Antworten gekriegt. Oh. Nee. Das tut mir das leid. Das hat ja auch niemand gehört. Okay. Ich würde mal zwei Kameras mitnehmen. Sollen wir vielleicht alle mal eine Ladung Pillen schlucken? Nee, ihr müsst ja noch die 25% die würd ich, haben. Die würde ich aber später machen, weil sonst werden wir die ganze Zeit bejagt. Habt ihr mich jetzt fotografiert gehabt, wenigstens? Nein, ich habe noch keine Mann, liege ich beschissen. Okay, also keine Pillen nehmen? Ich will nicht von vorne reingehen, aber von vorne ist am kürzesten. Das ist gerade so. Du kannst auch von hinten, du kannst ums Haus einmal bist rumgehen. Bist du hier? Ich weiß, aber irgendwie... Wir können, wie gesagt, alle einmal Pillen nehmen. Dann haben wir noch mal ein bisschen Ruhe. 25% können wir immer noch machen. Also wenn du mich jetzt frisst, bin ich selber... So, also. Einmal Kamera steht. Ich habe keine Fotokamera mitgenommen. Ich habe eine Fotokamera mit. Okay, super. Er jagt. Ernsthaft? Und ich stehe mitten in der Küche? Ich habe gesagt, wir sollen eine Pillen nehmen. Hä? Wie sind denn hier schon? Ja, er ist mit dir gespawnt. Passt. Ich hab ihn auch gesehen und bin wieder umgedreht. Ein heroischer Tod. Boah, sieht das übel aus. Oh mein Gott, und der Kopf wiggelt auch noch. Hallo. Hallo, Fuchs. Komm, wir machen ein bisschen Geistertanz oder so. Fuchs ist nicht gestorben, ich bin gestorben. Oh, hallo Jen, wir machen ein bisschen Geistertanz oder so. Also ich gehe jetzt in die Küche und warte, dass er mal irgendwie auftaucht, weil ich habe ihn gerade nicht gesehen. Das war voll fies, dass der eigentlich in der Küche ist,
aber dann halt im Wohnzimmer-Spot, der ist ja in mir drin gespawnt. Ja, vor allem bin ich vorhin. Vorhin bin ich hier durch. In der Küchentür. Ich glaube, ich hab einen Orb. Dann habt ihr alles. Dann ist es nochmal ein Phantom anscheinend. Wieso, was haben wir denn? Orb, Box und Gefrier. Ah, nee. Orb, Box und Gefrier haben wir nicht. Nö. Ist keine Gefrier? Ich dachte, es wäre kalt in dem Raum. Nee. Okay. Wo kalt ist es bisher nicht gewesen, ne? Ja, der ist direkt über der Küchentheke. Aber der schwebt halt echt komplett über die ganze Küchentheke. Poltergeist, Gin oder mehr? Also ich hab jetzt auf einmal Wo sind die Also im Grunde genommen, lass uns Bleib doch nicht neben mir, du Saftsack. Was? Tust du mir einen Gefallen und gehst einmal hinten rein kurz bei der Werkstatt. Du musst ja nur ganz kurz rein, dass ich Sandy kurz runter drauf und dann nehmen wir Tabletten. Also weil meine Sandy ist auch null. Ach so, weil wir. Ja, damit wir die 25% bekommen. Ah. Wie gesagt, geh bei der Werkstatt kurz rein. Da ist der Pussy am weitesten weg. Okay, jetzt war er gerade im Wohnzimmer und hat Klavier gespielt. Genau. Ja, wie gesagt, also der Orb schwebt direkt über der Arbeitsplatte. Wo bist du eigentlich gestorben, Jen? Hier. Ich sehe dich gar nicht. Hier bin ich gestorben. Ja. Ich wollte nämlich eigentlich hinten raus und genau in dem Moment hat er nämlich die Tür zugemacht und ich habe mich halt dahin gekniet und dann habe ich ihn von hier kommen hören. Weil ich sehe deine Leiche, gar nicht. Als er mich fast erwischt hat, aber anstatt den anderen Fuchs genommen hat, ist er an mir vorbei und ist durch die Küchentür gerade gelaufen. Wie viel ist denn der Tee denn jetzt? 21, warte kurz, es ist noch nicht rund. Haben wir geschafft. Du stehst jetzt genau in meiner Leiche. Ach krass, ich sehe die gar nicht. So, jetzt gucken wir mal. Da taucht er auf, an der Theke. Hier sag ich doch, der Orb schwimmt genau in die Theke. Nimm schon mal Tabletten, bitte. Wenn du dich genug versteckst, solltest du selbst deine Sandwiches versenken. So, er geht jetzt hoch. Ja, hoch ist gut, weil sie ist hinten in der Werkstatt. Nee, das wissen wir, deswegen sag ich's ja. Mann, hat er einen Rülpser hier. Mhm. Er läuft ganz nach oben. Wo ist das? Huch, jetzt läuft er wieder runter. Er wird mich nicht los. Hast du das Binnen genommen? Ja. Meine Frage ist immer noch offen. Grutzifixe, wo? In der Nähe der Küche. Eins habe ich direkt in die Küche geschmissen und das andere müsste direkt davor liegen. Okay. Warte, ich nehme mir was mit und schmeiße die Pillen hier vorne auf die Jetzt Presse ist fertig, oder? Ja. Ja. Wenn du gleich in die Ecke kommst, ich habe die Pillen in der Hand. Komm hierher, ich schmeiße die hierher. Ah ja. Was machst du da? Ich will denen zeigen, wo das Kruzifix liegt. Ach, das siehst Wollen du wir diese Kruzifix-Aufgabe noch machen, oder? Nee, also mir ist jetzt ja alle schon zu heikel. Wir sind alle zu tot, ja. Feiglinge. Na und? So. Er hat die Dose gerollt. Aha. Also, wenn ihr das Kruzifix. Sucht ihr das Kruzifix noch oder ist das egal? Ja, weil ich seh's. Da liegt. Da ist eins, da. Das andere müsste eigentlich dort. Wo Jen steht, super. Müsste dort okay, in. Gefriertemperaturen. Also doch Gefrier? Ja. Dann ist es eine mehr. Okay, dann bye. Ja. Weil das waren jetzt Gefriertemperaturen. Ich hatte Wölkchen, also ist das bei mir Gefriertemperaturen. Ich guck da jetzt auch nicht nochmal nach. So. Ja. Weil den Scootifix mache ich jetzt nicht, dann sind wir zu tot. Ja, alles gut. So, habe ich schon eingetragen. Ich habe noch nicht eingetragen. Ja. Moment. Jetzt dürft ihr.
Welcome back. There's some jobs ready for you. Ha, ich hatte recht. Gesamtzeit im Gesamtdauer der Untersuchung 12 Minuten. Gesamtzeit im Licht 15 Sekunden. 3 Minuten im Dunkeln. Im Geisterraum 2 Minuten. Gesamtzeit im Inneren 9 Minuten. Was ist mit dem Rest passiert? Okay. Okay, wir haben Prison, Asylum, Farmhouse und Farmhouse. Farmhouse. Ich möchte möchte nicht im Farmhouse sterben. Nochmal. Also, möchte ein Farmhouse überleben, so wollte ich sagen. Welches Farmhouse? Noch eine Bliester, ja. Das andere. Oder das Grafton. Grafton. Nee, Grafton jetzt, genau. Auf Profi. Ja, klar. Habt ihr alles reingeschmissen? Brauchen noch irgendwas? Warte mal, ich tue noch eine Kopf. Oh nein! Genau jetzt, wo ich alles reingeschmissen habe, natürlich muss ich jetzt sterben, ne? Ja, ist das nicht einmal, so? Einmal schmeiße ich alles rein. Ich habe mehr als 20.000 auf dem Konto. Was hast du? Ich habe mehr als 20.000 hier auf dem Konto. Ich auch, ich habe 24.000. Ich habe jetzt um die 14, glaube ich. Ich bin eine arme Kirchenmaus. Oh. Das ist so typisch. Blöde Geister, hey. Was hast du gesagt? Bring mir was zu essen. Sushi. Nur wenn wir noch einen Kaffee machen. Oh, Sushi finde ich gut, will ich auch. Hatten wir heute. Oh. Wir wohnen in Düsseldorf, hier gibt es so viele Sushi-Lieferanten. Ja, ich habe auch ein Sushi. Ich habe eine Sushi-Bar bei mir in der Nähe. Ich müsste nur hinfahren und einkaufen. Aber... Mhm. Hey, wir haben beide Räucherstäbchen und entkommen sie dem Geist während einer Jagd. Ja, genau. Ja, dann kannst du entkommen und räuchern gleichzeitig. Oder einfach nochmal sterben, weil in den kleinen Häusern mache ich das echt nicht gerne. Wobei, das hier geht ja eigentlich. Das ist das, wo du im Kreis rennen kannst. Ja. Von Wohnzimmer in die Küche. Ja. Genau, ich nehme meine die Taschenlampe, das geht nicht. Ist klar. Jennifer Smith. Ich bin da. So, wir sind eh auf Profi? Mhm. Okay. Wisst ihr, wo der Strom ist? Oh, wartet. Gibt nur 3 Punkte. Hinten beim Schlafzimmer. Okay. Gib mir ein Zeichen. Oh, sie hat schon einen Teddy irgendwo entführt. Wo war jetzt der Strom? Ich mach gerade an. Im Schlafzimmer hinten. Und wir haben Licht. Jennifer Smith, sag mir, wo du den Teddy her hast. Wo bist du? Also die hat ganz schön große Füße, diese Jennifer. Aha. Oh, irgendwo ist Wasser, Wasser. Ich hab die Box weggeworfen und find sie nicht mehr. Ja, sie hat irgendwo Wasser angemacht. Ja, hier oben. Ja, dann ist sie vielleicht entweder im Badezimmer oder vielleicht im Kinderzimmer. Im Flur. Oder im Flur. Ach, Digga. Gerade stürzt. Also ich. Okay, hier sind 3 Grad. Ja, wir haben gerade erst die Sicherung hier reingemacht. Sind 3 EMF meine ich. Okay. Ich habe die Box in die Tür geworfen. Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Ich weiß, ihr wisst. Warte. So. Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Ich geh mal gerade in den Nachbarraum. Wie alt bist du? Oh, ich habe hier Gefriertemperaturen im Badezimmer.
Ist er? Oder waren das von dir im Gang? Ja, hier sind 0 Grad. Ja, Minusgrade. Okay. Dann hier. Gib mir ein Zeichen. Ich schmeiße das eine Buch rein. Ja. Hattest du die Box hier im Badezimmer schon probiert? Was? Hattest du die Box hier im Bad schon probiert? Ja, aber wie gesagt, auf mich hatte da gerade jetzt nicht reagiert. Warte, ich geb's hier nochmal rein. Hier, da. Okay. Schön. So. Ah, hier, steppt auch. Bist du hier? Nee. Bist du hier? Wie alt bist du? Er ist old. Ja. Oder sie. Also gespenstbare Dämon. Wie heißt er sie ist? Jennifer Smith. Ach, Jen. Was hast du da angestellt? Ich bin Rachegeist geworden. Dämon. Wer hat dir zuzutrauen? Hast du gerade die Tür oder der Geist die Tür zugemacht? Das war jetzt schon ein bisschen geil. So, jetzt bin ich gerade etwas überfordert. Warum? So, Gefrier und Box haben wir. So. Wir haben... Nein, es ist kein 5er EMF. Okay. Nach einem Orb habt ihr schon geguckt, aber noch nichts gefunden? Ja. Hat jemand eigentlich den Knochen schon gefunden irgendwo? Nein. Dann suche ich den mal gerade. Die Kamerabrigade? Hey, ich stell die mal hier hin. Ja, mach die Tür zu. Nein, ich bin nur noch drinnen. Es regt so. Nein, ich bin noch drinnen. Das war gerade schon unheimlich genug. Sind noch voll gebraucht. Ja. Ist oben im Flur das Licht aus? Ja. Okay, dann mache ich gerade. Warum? Ist ja noch kein Glück mit dem Knochen. Weil ich gerade gucken Doch. Wollte. So, ich habe eine Kamera direkt aufs Badezimmer. Jetzt hat er die Tür aufgemacht. Ja, jetzt sieht man das dreckige Klo. Schreibe ins Buch! Interaktion, Knochen, Interaktion. Hat er nicht irgendwie wasserdreckig gemacht oder so? Ja, das war... Doch, in dem Bad ist es drin. Achso, ja. Hammer. Cool. Jennifer Smith, zeige dich. Mach's Licht aus. Ja, Moment. Ich weiß nicht mehr, was ich in der Hand hab. Ein Kreuz. Okay, jetzt hab ich's gesehen. Jennifer Smith, zeige dich. Also Jennifer Ort Smith. Würde ich ausschließen, da ist nix. Was kann's denn noch sein? Haben wir schon eine Taschenlampe drin? Ganz schön. Warte, es ist Gespenst mache Dämon. Dämon braucht Buch. Buch will er nicht. Mare braucht Orb. Interaktion. Und Gespenst braucht Fingerabdrücke. Ich guck mal gerade so auf gut Glück nach Fingerabdrücken. Ja, wenn müsste es ja eigentlich an der Tür sein, weil die Tür macht er dauernd auf und zu. Ja, aber da habe ich keine Fingerabdrücke gekriegt bisher. Da hast du eine Lampe dabei? Ah. Nehmen wir für alle Fälle Räucherstäbchen mit. Ja. Ja, für Handabdruck. Oh, doch, cool. Warte. Was brauchen wir denn noch? Jagd, Räucherstäbchen. Ja, dann holt euch die Räucher. Also, es ist ein Gespenst, ne? Mhm. Die Tür ist auch offen, okay. So, ich könnte jetzt warten, bis er anfängt, mich zu jagen. Und dann versuche ich so... Der Durchschnitt ist bei 50%. Okay, dann... Ich riskiere es einfach. Ich bin ja schon einmal gestorben. Kann ich ruhig nochmal sterben im Notfall. Ich nicht. Ich hab mein Geld. Du sollst ja auch nicht sterben. Jennifer Smith, versteck dich. Du hast Angst.
Ich schmeiße dir hier ein paar Sanity-Pillen rein. Okay. Dann an die Eingangstür. Kannst du auch das zweite Packen Räucherstäbchen dahin bringen? Aber klar doch. Wenn was da war. Ich schmeiß dir sogar ein Kruzifix rein. Gut, das bringt mir nichts, aber ich nehme alles, was du mir hinwirfst. Einfach dahin schmeißen, genau. Wir schmeißen einfach alles dahin. So, bitteschön. Ja, das Kruzifix ist ja nur da, damit der Geist die Sanity-Pillen nicht frisst, ne? Das ist gut. So. Dann hole ich mal gerade das zweite. Habe ich das eine Räucherstäbchen-Event abgeschlossen? Ja. Okay. Dann gibt's das zweite Mal Pillen. Pillen? So. So, Jennifer Smith. Oh, dieses EMF. Jennifer Smith, zeige dich. Stimmt, wir haben noch gar kein Foto vom Geist, oder? Nein. Das ist sehr bedauerlich. Da sind keine Fotos mehr drauf. Könnt ihr mir noch eine Kamera hier hochbringen? Keine Kameras mehr da. Ich hab noch einen mit vier Bildern. Komm, warte. Könnt ihr einfach ein Foto sagen? Jennifer Smith. Warum irritiert mich immer, wenn ihr Kamera sagt? Na, wer bringt jetzt noch eine Kamera? Ich schmeiß ihn nur rein. Ich geh da nicht rein. Es gibt kein Foto und keine Cam mehr. Warte hier. Schmeiß bitte oben vors Badezimmer, wenn's okay geht. Und drop. Dankeschön. Ciao. Ich bin auch schon einmal gestorben. Es reicht. Soll ich dir noch eine hochschmeißen? Nee, eine reicht. Ist nur, falls sie irgendwie länger erscheint, dann. Warte, ich muss davon ein Foto machen. Jennifer Smith, erscheine. Jennifer Smith. Ah, sie fängt schon an, das Kruzifix zu verbrauchen. Bitte, Durchschnitt 43, zwischen 40 und 43. Okay. Jennifer Smith. Ja, ich glaube, wo ist sie denn? So hinter der Tür. Jawohl. Okay, das Geisterfoto habe ich. So. Sie ist eine hübsche, ne? Jennifer Smith, jage mich. Aber bitte nicht so lang. Also wir sind jetzt bei 40. Übrigens werde ich dabei krepieren. Ich kann das nicht gut mit dem Geist um den Tisch kiten. Das macht ja nichts. Du musst ja nur räuchern dabei. Das Gute ist, ich kann dir dabei zugucken. Ich kann so schön nach oben gucken. Ich habe das noch nie geschafft. Also noch nie gemacht. Ich glaube, ich will das gar nicht machen. Ja, weil du hast halt auch eine beschissene Zeit, um da. Ja, vielleicht solltest du eher an der Treppe stehen, anstatt dauernd, wenn sie jagt, dass du einen kleinen Vorsprung hast. Ja, das ist richtig. Damit du auch räuchern kannst. Wir schauen dir beim Ableben zu. Yay! Wir feuern dich dann noch an. Ja, deine Frau schaut gespannt zu, also enttäusch sie nicht. Na, gerade verbraucht sie schon die. Kein Druck! Ah, sie hat gerade das zweite Kruzifix verbraucht. Also den zweiten. Zweite Ecke. Zacken, ja. Das heißt gleich. Also wenn jetzt geht's los. Los, schneller. Sie ist ja noch nicht mal raus. Ist immer noch nicht tot. Psst. Sie kommt ja noch nicht mal. Ah, jetzt kommt sie! Räucher! Renn! Das Räuchern hat funktioniert! Nimm bitte Pillen! Scheiße, ich bin tot! Lauf! Guck nach unten, dann sieht man den Geist wenigstens noch von einer Kamera. Nimm bitte Pillen. Ich. Yeah! Applaus, komm raus! Habt ihr.
komm, ich habe sogar die Tür auf. Habt ihr denn Pillen genommen, bitte, alle für mich? Nein. Ich hab euch dreimal gesagt, nehmt bitte Pillen. Ich bin bei 80. Bei mir bringt's nichts. Da hier, du hast zwei Pillen. Wen hätte Fuchs nehmen müssen? Ja, die lagen drinnen. Da waren noch welche im Van. Ich war bei 82, bei mir hätte es nicht viel gebracht, die zu nehmen. Das ist richtig. Es geht nur darum, dass wir wirklich über diese 50% kommen, dass ich da rauskomme, bevor er sie nochmal jagt. Ja, aber das bringt bei mir nichts, wenn ich... Nee, ich weiß, aber Fuchs. Und bei Hiso jetzt auch nichts gebracht. Oder nicht viel. Ah, du hast genommen? Ich hab genommen. Das ist gut. Gefrier, Geisterbox, Fingerabdrücke. So, jetzt kann ich auf jeden Fall mein persönliches Achievement entkomme einen Geist während einer Jagd auf einer kleinen Karte abhaken. Siehst du hast es geschafft. Yay! Inklusive Räuchern. Yay! Weil das sind die Dinger, die kriege ich fast nie hin auf den kleinen Karten. Ja, siehst du. Okay, alle eingetragen, dann fahren wir. Jawohl. Sehr schön. Hm, 240 Gold? Gold. Oh, noch ein Ding mache ich auf jeden Fall, weil ich will die 50 schaffen. Wir haben nur Asylum, Prison und Craft ein Farmhaus. Will ich Asylum nochmal machen? Das haben wir heute noch nicht. Aber dann auf Anfänger. Also auf keinen Fall Profi. Nee, lass uns Anfänger machen, weil... Bis wir den gefunden haben. Ja, ist okay. Bis wir den gefunden haben, werden wir alt. Ist unsere Sanity bei 0. Okay. So. Oh, Mann. Natürlich warten wir wieder auf Fuchs. Ich kann doch nichts auf. Ich will oben laufen. So. Oben links. Okay. Okay. Was sie heute dauernd mit ihrer unter 25% haben. Und das ist auf der Karte gar nicht so einfach, weil das ewig dauert. Ja. So, ich nehme oder noch auf Anfänger. Ja, aber warte noch nicht auf Mann. Bin zu spät. Ich gehe einfach. Ich habe gerade eine Tür gehört. Was, wem läufst du hinterher? Mir? Ja. Dann laufen wir erstmal Jen hinterher und. Die Tür? Es war aber jetzt alles Fuchs, oder? Ja, das war ich jetzt. Okay. Vielleicht gebe ich die Tür nicht aufgeschlossen. Ach so, okay. 1, 2 und. Schalte ein Licht an. Gib uns ein Zeichen. Geist, dessen Namen wir nicht geguckt haben. Tu irgendwas. Ich hab gerade was knarzen hören. Ich bin nicht weit genug weg. 14 Grad. 15 Grad. Schalte ein Licht an. Lass uns einfach mal hier weiter gucken. Gib uns ein Zeichen. Schalte ein Licht an. Hört auf zu gehen, sonst muss ich. Oh, Knochen! Oh, ich liebe es. Was? Heute finde ich die geil. Ich sehe nicht, wo mein Cursor ist. Heute finde ich den Knochen auf den mittelgroßen und großen Karten. Das ist voll super. Schalte ein Licht an. Öffne eine Tür. Wasche die Wäsche. Schalte Wasser an. Also, ich habe hier hinten schon mal 13,7 Grad. Das sind 22. Mhm. 17.
Na, 13 ist leider noch zu warm. Ja, aber es ist das Kälteste, was ich bisher hatte. Mhm. Schalte ein Licht an. Ein Zeichen. Wir machen mal die Flaschenkelle an. Na? Oh, 7 Grad, 7 Grad. Oh. Bingo. Cool, wir kommen. Wo? Im Grunde genommen, ja, ich leg mein Thermometer davor. Oben, unten. Oben rechts. Warum findest du immer den Raum, wenn ich ganz hinten angekommen bin? Jedes Mal. DMF liegt drin. Ah ja, ja, wir kommen dir gerade entgegen, okay. Da, wo das Thermometer liegt. Ja, super. Das Licht hab übrigens ich angemacht. Okay. Also kann ich doch nichts dafür. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Ich glaube jetzt noch nicht. Ich würde gerade noch Sachen holen, aber du willst wahrscheinlich nicht alleine hier bleiben, oder? Nein. Ja, dann. Nein. Dann komm mit. Dann kannst du mir leuchten, dann lasse ich meine Taschen aber auch noch hier. Ja, ich bin eine Leuchte. Ah, meine kleine Schmusebacke Leuchte. Oh. Warte, ich bin falsch gelaufen. Auch mir passiert das mal. Du würdest dich hier hoffnungslos drinnen verlaufen. Ja, na und ich darf aber auch. Sagt wer? Warum? Nein. Ich. Das reicht doch. Ich bin Prinzessin. Ich darf das. Heute bin ich Prinzessin, ja? Du musst mich betüteln. Ich bin müder als du. Nein, du auch nicht. Reitet euch um was. Hallo, Fuchs. Wenn du kurz wartest, kannst du mich gleich wieder mitnehmen. Ja, dann push. Ja, warte. Ich will noch was mitnehmen. Weil... Ja. So. So, was will ich denn mitnehmen? Eine Geisterbox haben wir schon. Kamera also haben wir auch schon. Ich habe ein Buch und ein Kruzifix mit. Einmal. Was soll ich denn noch mitnehmen? Ich habe keine Ahnung, was wir sonst mitnehmen sollen. Ich nehme einfach irgendwas mit. Wie ist denn unsere Sanity gerade? Wahrscheinlich noch recht gut. Bestimmt 80 oder so. Ach, alle über 90. Ja, ich habe auch hier sozusagen auf dem Weg direkt. Echt? Wir sind auf Anfänger. Was? Okay, weil ich bin die ganze Zeit nämlich im Dunkeln rumgedackelt. Ja, ist aber eine große Karte, da geht's ein bisschen langsamer und wir sind halt auf Anfänger. Boah, halt. Gefrier! Cool. Oder räucherst du? Nee. Okay, gefrier. Kann man nachgucken? Schreibe ins Buch. Schritt. Was? Ich habe mal noch keine Fingerabdrücke irgendwo gesehen. Aber mein Thermometer jetzt. Minus gerade, ja. Ja, ich habe gerade den Atem vom Fuchs gesehen, deswegen. Das war ein sehr schönes Quietschen. Nein, das war ein Hauch. Ein Ausatmen von mir, nur von dem Bein. Oh. Wo bist du? Okay, wir haben Bob. Also, ist hinter dir. Er will dich. Ja, gerne. Ja, wo sind nur die Handfesseln vom Prison, ne? Ja. So. Ich hab sie eingepackt. Ich weiß nicht, ob wer hat sie wieder eingestellt? Ha? 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 Me not. Ich glaube, dass die Kamera hier auf dem Bett steht, bringt nicht so viel. So, Gespenst mache Dämon. Also Buch, Fingerabdrücke und was war das andere? Orbs. Ja, dann passt. Musst du nur durchklicken und gucken, weil zwei Kameras stehen hinten. Zeige dich. Ein Orb? Yay. Oh, das ist aber ein ordentlicher. Fetter. Direkt hinten vom Bett. Wie heißt denn der Geist? Wo du jetzt mit einer fucking Taschenlampe hinleuchtest. Was haben wir jetzt alles? Orb? Der Geist heißt Donald Thomas. Okay, wir haben Orb, Gefrier und Geisterbox. Das ist eine Mare, oder? Ja. Ja. Also heute haben wir es mit der Maren. Okay, räuchern. Dann mache ich Licht an. So. Weiß ich nicht.
Donald Thomas, zeige dich. Donald Thomas? Gib mir ein Zeichen. Donald Trump, zeige dich. Kein Geist kann so schlimm sein wie der. Oh, ich hätte gerne in Dead by Daylight einen Donald Trump Mod als Survivor. Darf ich den dann abknallen? Bestimmt. Wie wär's mit Angela Merkel als Killer? Okay, jetzt wird mein Video später zensiert wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Haben wir oft genug Donald Trump gesagt? Donald Trump haben wir bestimmt auch nicht oft gesagt, genug gesagt. Wie ist er? Donald. Thomas. Donald Thomas. So. Zählt's Räuchern schon? Doch. Oder? Ja. Ich nicht lang muss. So. Haben wir schon. Die Fixi-Kruzis haben wir schon hingelegt. Ein Kruzi habe ich schon. Eins liegt da. Aber der Raum ist leider sehr, sehr groß. Eins muss ich reinbringen, ich weiß den Weg nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Foto. Du musst bei der nächsten, wenn du reinkommst, musst du einmal nach rechts abbiegen. Und dann bei der nächsten gleich. So, Geisterfoto, Interaktion, Knochen. Sehr schön. Donald Thomas, gib mir ein Zeichen. Und dann einfach hier nach hinten. Okay, danke. Wieso müssen wir schon wieder 25 machen? Natürlich müssen wir 25 machen. Donald Thomas, gib mir ein Zeichen. Wirf etwas. Ich nehme den Raum hier. Ich glaube, hier bin ich schon mal gespannt. Schmeiß das Kruzifix hierhin, wo ich stehe. Oh! Es ist alles gut gegangen. Mama. Tschüss. Aber du bist nicht gestorben. Nein, aber es hat mich angesprochen. Oh, raus. Tja. Wollen wir dann unsere Sanity droppen, in der Hoffnung, dass er in der richtigen Stelle spawnt, damit das Kruzifix wirkt? Ja. Dauert halt eh ein bisschen. Wo gehe ich denn hin? Irgendwo ganz. Ach. Ich habe mir schon mein Räumchen gesucht. Möchte mein Büro nicht gestört. Also Durchschnittssanity ist bei 84, nur schon mal als Info. Das wird ja noch ein bisschen dauern. Kuschel meine Miezekatze. Ich will auch eine Miezekatze. Schnurrst du auch dauerhaft? Ich hätte gern eine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Oder so irgendwie ging das doch. Wir haben gestern festgestellt, er hat keinen Ausknopf für sein Schnurren, aber er hat einen Pupsknopf. Haben wir noch einen Knopf auf dem Kopf. Hallo. Yay, hallo. Dann Pupster wie ein Weltmann. Ah, da bist du. Ja. Die mir gerade wie in Dead by Daylight. Ich gucke in die Ecke und sehe niemanden. Ich habe noch nie Dead by Daylight gespielt. Kann ich nicht. Ich auch nicht. Ich würde es gerne mal spielen, aber im Moment. Oh. So? Okay, also ich habe mal vorsichtshalber für mich eine Packung Pillen mitgenommen. Hallo, guten Hallo, Tag. Hallo, guten Tag, Sie wünschen? Ja, ich hätte gerne einmal Pizza Hawaii. Mhm. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, gerne. Aber, also... ohne Ananas. Okay. Ah, dann ist es aber keine Hawaii mehr. Soll ich noch ein bisschen Thunfisch draufbacken? Oh ja, bitte. Okay, kriegen Sie sofort. Warten Sie. Und einen Kaffee. Der Kaffee ist hier schon mal, bitte.
Ja, vielen Dank. Ah, oh, der war eklig. Ja gut, der war schon halt 4 Jahre alt. Was soll ich machen? Ah, oh, dann nehme ich den da vielleicht. Vielleicht ist der besser. Oder wollen Sie den hier haben? Ich stellt mal. Man den denn hin? Bestimmt so. Ich sehe es nicht, aber ich höre es. Das reicht. Was habe ich denn noch? Ein Mülleimer? Nee, kann ich nicht nehmen. Ja. Haben wir jetzt alles nicht ausgemacht? Ja, müssen wir ja, weil sonst geht das ja mit der Sanity nicht. Also ich gehe jetzt eine Runde schlafen. Ich gehe hier rein. Ich bin im Büro, ich arbeite. Ich mach mal hier alle Lichter aus. Oh, hier ist ein Fernseher. Ich gehe mal zum Fernseher. Tschüss. Ich hol mir noch eine Cola. Willst du auch eine? Ich komm mit. Schlimme ist, ich kann nicht mal sagen, ich hätte gerne einen Döner. Ich bin hier. Oh, Schwepsi. Ah, komm in die Ecke. Oh, hallo. Warte, bist du Schmusebacke? Ja, natürlich ist das Schmusebacke. Oh ja, oh ja, bitte. Oh, oh ja, gebt's mir, zeigt's mir. Hallo Mama, na, wie geht's dir? Ist das eine Umkleide da hinten? Kann man sich da auch verstecken? Ey, Corona, Abstand halten. Siehst du nicht den Abstand-Dinger hier? Mein Kopf guckt durch. Das Blöde ist, ich sehe. Ah, wenn ich so. Sag mal, okay, wenn ich mich jetzt hier um die Ecke stelle und nach unten gucke, sieht man dann meinen Kopf durch die Ecke? Warte. Man sieht dich halb unterschiedlich. Nein, ich sehe deine Hand. Du hängst ihn nach. Ah ja! Ganz knapp. Und deine Hand kommt durch die Wand. Das ist cool. Bist du auch hier drin? Nee. Hallo. Oh, hallo. Mach zu. So. So, ich hab hier die Ecke. Ihr habt dort eine Ecke. Ah, da ist der Fernseher, der berühmte. So. Oh, guck, da sind Frauen, ja. Oh ja, das ist eine schöne Ecke. Hm, dieser Hintern. Oh, oh ja, bitte geh rauf und runter auf mir. Das ist so schön. So. Und ich sehe nichts, weil ich dachte, wir wollten Licht ausmachen. Ist doch aus. Ja, das dunkel halt weiter. Ja, und die Taschenlampe auch, oder ist das? Nee, die zählt nicht für die Sanity, die ist nur damit du als Spieler was siehst. Weil wenn du Kerze hast, dann droppt dir die Sanity auch nicht so viel. Genau, die Kerze ist halt speziell dafür, dass man die Sanity noch hochhalten kann, selbst wenn es elektrische Licht aus ist. I see. Moment, ist jetzt 8 Uhr? 8 Uhr? Nein. Zeit für euch ins Bett zu gehen. Ja, dann. Okay, Mama. Da ist doch 8. Hier ist doch 8 Uhr. Ja, hier ist 8 Uhr. Oder ist es. Nee, das ist irgendwo zwischen 8 und 7. Ich habe ja nur eine Urkunde. Ich habe jetzt gerade ernsthaft einen Bewegungssensor gehört. Ich hab so aus dem Mund gerufen. Wer macht denn da immer Türen auf und zu? Bist du das Fuchs oder sind wir das? Nein, das war ich. Okay. Ah, da bist du. Was macht. Jetzt gucken wir drauf, haben wahrscheinlich noch 75% oder sowas. Saß jetzt lang genug im Dunkeln. Und wir haben noch. Ich war gar nicht so verkehrt. Ja komm, ich habe Winz 70. Aber warum habt ihr weniger? Ihr wart zusammen, das erklärt alles. Ihr habt gemeinsam weniger als ich. Ja, das war die Pizza. Hab ich auch weniger? Ja, du hast am wenigsten. What? Ja, also abgesehen von dem Melfahren. Desinfizieren hier. Los, denn du und Hisu haben die gleiche Sanity. Lol, jetzt bin ich auch bei euch. Jetzt habe ich. Also, wir können mal festhalten, wenn wir das. Ich bin über euch, aber ich sitze länger im Dunkeln, das ist voll komisch. Ha, ich habe ein Fake-Buch. Ich laufe jetzt einfach mal einmal unten im Keller im Kreis im Dunkeln. Wer will mit? Ich hocke immer noch in meinem Eckchen und guck Schwarz-TV. Oh ja, ich geh mal in Schwarz-TV oder Schwanz-TV? Genau. Das dürft ihr jetzt euch überlegen. Ich muss die Folge, glaube ich, später als ab 18 langsam, dann wisst ihr's. Deklarieren. Cool, wie macht man eigentlich hier das Licht dann? Von Trump zu Schwanz-TV. Was mir Schwanz-TV ehrlich gesagt lieber. Schwanz oder Trump?
Und Teller. Kommt das nicht aus beides raus? Da, fang. Hui. Oh. Oh, guck mal, das ist ein Toaster. Nimm den mit, den brauchen wir. Ja, weil unser ist kaputt gegangen. Der riecht mittlerweile sehr verschmort, wenn wir den anmachen. Ich hab Fun Fact. Ich hab jetzt in meinem Leben, glaube ich, schon 3 Toaster gehabt und hab sie jedes Mal dann nicht mehr gebraucht. Hast du einen übrig? Also der aktuell übrig ist, stand schon eine Weile auf dem Balkon. Den würde nicht mehr ich mehr benutzen. Der ist mir, ihr kennt doch diese Sandwich-Toast-Dinger, die man von diese Toasties. Ja. Ja. Da ist mein Toaster für zu schmal für und es ist hängen geblieben und hat dann halt leicht gekokelt und danach habe ich das, damit es nicht jetzt in der Wohnung muffelt, auf dem Balkon geht. Okay. Ja, dann behalt ihn. Ja. Ich habe leider, der letzte war Sperrmüll, aber leider habe ich ihn verpeilt, den Toaster raus. Oh, guck mal, ich habe im Keller einen Unterrichtsraum gefunden. Jagt er immer noch nicht? Nee, ach das. Gut, es ist ein Mäher, der jagt immerhin schon bei 60%. Also ich habe ohne Führerbar. Setz mich jetzt einfach in die Ecke. Das hat nur noch einführen, das sind doch mit den auf die Tasten von dem Klavier. Das ist auch nicht. Mann, das sieht voll creepy aus. Das erinnert mich an den einen Streamer, da haben sie angefangen zu singen und der Geist hat dann auf dem Klavier auf einmal eine Note gespielt. Seid gleich zu einer, wo gesungen wird. Oh, endlich! Keine Sorge, wir sind weit genug weg. Ich bin im Keller und weiß nicht mal, wo ich bin. Naja, ich verstecke mich hier einfach im Büro. Ich glaube, hier unten wird er mich nicht finden. Ich meine, wir sind auf Anfänger. Er jagt nur für 25 Sekunden, da kommt er gar nicht durchs ganze Gebäude. Ich bin ja in der hintersten Ecke unten. Und eigentlich schon auf der ganz anderen Seite. Also langsam so, das war's schon. Oh, hier hat schon jemand. Oh. Ich guck mal gerade nach den Kruzis. Vielleicht lege ich die einfach mal woanders hin noch. Guck mal, wenn jetzt hier wieder rausschaut. Hier geradeaus. Warte, ich führe dich raus, komm her. Ja. Oh, wir sind bei 57. Wow. So, da vorne ist Jen. Ich guck nach dem Kruzi. Also Kruzis hat er noch nicht gefressen. Ja, deswegen gucke ich, ob ich die gerade umlegen kann. Ich geh nochmal in die Ecke. Kommst du mit zum Fernsehen gucken? Ja. Da läuft ein Schanz davon. Ja. Cool. Immer mal was Neues. Welcher Raum war es denn jetzt nochmal? Ah, da vorne liegt. Ja, da vorne liegt Schrott rum. Denk dran, du darfst aber nicht zu nah an der Tür stehen, sonst sieht dich der Geist, ne? Ich mach erstmal Licht im Raum an und dann. Ich hab zumindest schon mal wieder die Treppe hoch. Oh, er hat einen Kruzifix verbraucht. Dann hat er es gerade eben verbraucht. Ich kann ja mal gucken, also ich bin jetzt zumindest schon mal die Treppe wieder hoch. Ja, weil auf dem Monitor war noch nicht das Ding abgehakt. Hilfe, er jagt. Oh nein, Hilfe. Dann. Irgendwie klingt er, als wäre er sehr nah, aber ich sehe ihn nicht. Das ist fies. Dann renne ich lieber weg. Ich führe mal gerade zum Van. Okay. Was? Oh, das ist aber ein Hupe. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die 25 geschafft haben. Nee. Jetzt. Aber wie gesagt, das Kruzifix müssten wir haben. Ich kann nicht in die richtige Richtung laufen. Lol. Ja, genau, guck mal gerade, ich bleib noch ein bisschen stehen. Kruzi haben wir. Ja, ich bin in die richtige Richtung. 53. 53? Pff. Jetzt ziehen wir es aber auch durch, ey. Dann komm doch mal her, Hisolein. Nein, Moment, ich hänge. Ich weiß, in welchen Raum ich will. Oh, er jagt wieder, Hilfe. Ich schaff's nicht
könnt. Ich glaube, ihr seid in dem Raum hinter mir. Wir sind ganz am Eingang. Ich höre eure Lichtschalter. Da. Also hinter mir meine ich, dass ihr, weil ich wollte hier nämlich raus und wollte. Ja, genau. Ah ja. Oh, 48. Es geht doch langsam. Ich wollte aber raus. Wirklich. Oder ich gehe aufs Klo. Mama, ich muss mal. Komm, im Van geht deine Sanity nicht runter. Ich weiß. Ich schlaf einfach schon mal ein bisschen. Ich bin mal auf dem Freund. Okay. Ich guck mir mal an, wie jetzt die Türen vor mir zugehen, wenn er das nächste Mal jagt. Weil du ja so eine Angst hast. Ja, ich sollte mich ganz dringend verstecken. Und wie kann das werden? Panik. Die Klotür ist verbuggt, die geht nicht zu. Da würde ich sagen, er will das. Er will jagen, er will dich fangen. Ja. Okay, so. Geh mal Pipi machen. Das war aber ein komisches Pipi machen. Oh nein, die Türen sind wie von alleine zugegangen. Oh no. Das ist ja voll creepy. Ich höre gar keiner. Kannst du mal auf den Cams gucken, wo sie langläuft? Nee, es ist keiner im Van momentan. Achso. Zumindest hört sich schon mal sehr, sehr nah an. Das war's schon wieder. Irgendwie will ich näher ran. Jetzt will ich auch mal gucken, wie viel Sanity wir noch haben. Ja. Nee, du guck nicht, geh mal ein paar Räumchen. Das wollt ihr gar nicht wissen, wie viel Sanity wir noch haben. Warte, 44. Ja, es war so in dem Dreh rum. Also Schatz, hier kannst du sagen, dass DHL unsere Pakete abstellt, ne? Die hat gesagt, dass die wären verloren gegangen. Natürlich. Ich hab schon wieder. Hat jemand einen Bewegungssensor reingemacht? Ja, ich glaube, ich hatte einen. Es kann sein, dass einer drin ist, da läuft er natürlich ab und zu mal durch. Aber warum höre ich den? Donald Thomas. Ich suche mir mal ein bisschen Streit. Tu dich. Ein schöner Orb. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich suche mir gleich ein bisschen Streit. Ich will erst den Orb sehen. Nicht dicker. Wir sind jetzt bei 38. Wo ist er denn? Oh, ist der schön, der Orb. Und diese Kurve, so natürlich. Machen wir Sorgen um deine geistige Gesundheit. Das will ich hoffen, die soll ja runtergehen. Jetzt war der Witz. So, Donald Thomas. Du oder ich? Einer von uns beiden ist gleich tot. Donald Thomas. Oh yeah. Donald Thomas. Toll, den wollte ich auch kennen. Ja, es ist sehr ansteckend. So, sind wir jetzt alle einmal durch? Hat er denn zwischendrin mal gejagt? Ja, zwei, dreimal. Ich bin nämlich gerade auf Twitter. Donald Thomas. Oh nein, Entschuldigung, ich habe Angst. Er jagt mich schon, danke. Bitte. Beziehungsweise jagt er, aber ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ich stand eigentlich genau vor ihm. Sterbe mit Würde. Na, Donald? Mit Würde oder mit Würde? Also irgendwie rollt man. Oh, da hinten ist er, da ist er, da ist er. Hui, er kommt näher, Hilfe, Hilfe. Oh, jetzt hat er schon aufgehört. Ich will nicht wieder wissen, wie Guck.
Bitte, bitte lass uns nicht wieder Anfänger spielen. Das ist echt langweilig. How? Wir sind alle noch so weit hoch. Ich arbeite dran. Nein, Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Tollness, Donald Tollness, Donald Thomas. Tolles. Oh, er wollte mich anhauchen. Ich bin weggelaufen. Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas. Bist du hier sicher? Donald Thomas, Donald Thomas. Haha. Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas. Er hat mir die Tür gegen den Kopf geknallt. Jetzt muss ich Pillen nehmen gegen die Kopfschmerzen. Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas. Ich bin ein DHL-Päckchen. Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas. Donald Thomas, Donald Thomas. Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas, Donald Thomas. Oh Gott. Ich glaube, ich habe ihn vertrieben, jetzt macht er nichts mehr. Oh Gott. Na? Der war schon wieder gesehen. Du hast eine Axt. Damit hast du deine Frau erschlagen. Oh, er jagt. Das hat geholfen. Geht dann aber ganz schön an meinem Zimmer vorbei, ey. Ah, da ist er, kommt näher. Ist er jetzt abgebogen? Der kann ja echt gar nichts. Ich hoffe, er macht nicht meine Tür auf. Ich guck mal, ob das irgendwas gegen meine Sanity getan hat, was ich da jetzt gemacht habe. Ja, ich hatte nämlich jetzt das Gefühl, er hat irgendwie in der Nähe eine Tür aufgemacht. Das kann gut sein. Das haben wir auch gehört. Ja, irgendwie will ich nicht da in der Nähe sein, weil... Das war mir doch jetzt ein bisschen Schluck zu nah. Ja, ich habe ein paar Prozent gut gemacht. Wir sind jetzt bei ungefähr 30%. Ich schaffe noch ein bisschen weiter weg. Wo stehst du eigentlich rum, Fuchs? Ich wollte ja ein bisschen näher in dem Zimmer, aber das war mir jetzt dann doch ein bisschen zu nah. Ah, da bist du. Geh wieder in mein Büro. Ist hier irgendwo ein Zimmer mit Bett. Ein Bett? Warte, ich komme. Bist du gar nicht hinter mir? Nee, du hast mich abgelenkt, abgeschüttelt. Aha. Weil ich ja so schnell bin, da hier sind. Nein, hier sind überall Büros. Also nehme ich halt das. Kommst du rein oder bleibst du? Ja, ich komm rein, warte. So, jetzt bin ich drin. Ich will so einen Ventilator kuscheln. Oh ja, der ist schön. Ich mache diese Aufgabe nie wieder auf Anfänger. Im Grunde genommen können wir jetzt mal verstecken unter uns spielen. Alle gehen rein und einer muss die andere. Super. Oh, das sind noch mehr DHL-Pakete. Die sind schon verschimmelt. Hä? Oh. Hier ist doch ein Bett. Ja, aber im Flur von dem Geist? Nee. Ja, okay. Ah, guck mal, wir können uns ein Bett zusammenschmusten. Oh, mehr Spielzeuge. Wirst du jetzt hammerhart? Ja. Wir gehen halt hier rein. Oh, guck mal, hier haben wir sogar einen Doppelstock. Ah, das ist aber schön. Hier. Siehste, kostet auch nur 12 Euro pro Nacht, inklusive Frühstück. Die Truhe gibt's aber kostenlos dazu, oder? Ja, klar. Finde ich gut. Bin ich dabei. Ich glaube, so langsam können wir auch nochmal rausgehen. Oh, guck mal, sogar ein Bild von meiner Oma hier drin. Ja, habe ich mich vorhin schon versteckt, nachdem ich aus dem Keller gekommen bin. So. Guck dir mal gerade nach der Sanity. Ich glaube, so langsam müssten wir gar sein. Ja, es ist alles durch. Wir sind jetzt bei 20%.
Das Gute ist, dass das Geist identifizieren irgendwie 5 Minuten gedauert hat und der Rest dann halt 20 oder so. Ja. Schluck du auch mal Tabletten. Und schon wieder 25. Schluck auch mal Tabletten. Beide am besten. Ich kann keine nehmen, ich hab ja... Nein, Hisui. Ja, wir haben beide jetzt gefressen. Oh nein, doch so fern. Ich habe mir ein Büro gesucht. Ich spiele ein bisschen mit dem Klobutter. Rund. Ich hab einen Hammer dabei, ich schlag die Scheibe ein. Länger keiner hier mehr gekümmert. Guck mal, ich hab sie aufgekriegt. Ah, du bist so gut. Gell? Du bist so eine starke Frau. Hammer. Ja. Der ist schön, oder? Ich habe ihn extra für dich geklaut. Ich würde ja jetzt so lachen, wenn Fuchs nicht rauskommt. Dum-dum. Ich hätte jetzt gelacht, wenn die Türe jetzt noch zugegangen wäre. Ich glaube, dafür war die Pause. Ist aber auch egal, der schafft es gar nicht bis hierher in den 25 Sekunden. Nee. Ja, aber wir haben ja auch jetzt Sanity gefressen, ja. Wie sonst was, damit sie wieder hoch ist. Gut. Okay. Alle eingetragen? Jawohl. Ja. Das war doch mal eine sehr erheiternde Folge. Yay! So, Zeit im Licht. Also insgesamt waren es 33 Minuten. 4 davon Minuten. Davon war ich 5 Minuten 35 im Licht, den Rest im Dunkeln und nur 27 Sekunden im Geisterraum. Ich war 4 Minuten im Licht, 4 Minuten 50. Ich war insgesamt halt von den 30 Minuten, die wir gespielt haben, 29 drinne. Ja. Ich war immerhin 5 Minuten 35 im Geisterraum. So, wollt ihr noch eine oder Feierabend? Ich hab irgendwie nur 50 Sekunden geschafft, aber wir haben ja alles gekriegt. Ja. Wollt ihr noch eine oder Feierabend? Weiß ich nicht, können wir noch irgendwas Spannendes spielen? Nochmal Tanglewood auf Profi mit der Anfangsausrüstung. Ja, also ich hab Tanglewood und Brownstone Highschool, also. Oh, können wir Highschool auf Profi machen? Dann macht aber bitte alle das Licht immer an, wo durch die Gänge, durch die ihr lauft. Ja, komm, da kann man jetzt weglaufen. Das finde ich jetzt als Profi gar nicht so kacke. Von mir aus gerne. Wollen wir nochmal mehr Räucherstäbchen mitnehmen, falls wir die Aufgabe kriegen mit dem. Kann nicht schaden. So, hab ich 3. Feuerzeuge haben wir genug. Haben wir Kerzen? Kerzen wären vielleicht noch 2 gut oder so. Ja. Müsste ich kaufen. Ach so. Ich kann Kerzen reinhauen. Okay. Taschenlampe, haben wir alles, Thermometer, jo. Rein in den Spaß. Jetzt sind wir drin. Schmusebacke, bleibst du wieder bei mir, oder? Ja. Deine okay. Schmusebacke ist hier vor dir. Die mir den Arsch entgegenstreckt, oder? Ja, okay. Genau die. Sehr gut, dann stehe ich ja richtig. Oh ja, das sieht sehr erotisch aus. Was? Oh ja. Ach, ich dachte, du wolltest jetzt vor ihm knien, also. So? Fuchs, warum brauchst du noch so lange? Ich kann es dir doch auch nicht sagen. Oh ja. Ich drehe mich um, das Bild sah sehr hübsch aus. Und ich habe kein Foto dabei gehabt. Oh, ich finde, du machst das gut. Das will nicht. Okay, also die Sicherung ist auf jeden Fall schon mal unter der rechten Treppe. Dort, wo sie sonst auch immer ist. Mhm. Es will nicht laden. Jetzt. Hallali. Okay. Räucherstäbchen, entkommen sie dem Geist einer Jagd und EMF. Kamera. Die Jagd mache ich sogar mit. Thermometer und... Das da. Okay, Schmusebacke guckt nach EMF und ich guck nach Temperatur. Ich geh wieder rechts oben hin. Gut, kannst du auf dem Weg dann direkt die Sicherung anmachen? Dann gehe ich rechts unten hin. Oder wer auch immer dann vorbeikommt.
Naja, ne, ich liege da bei mir auf dem Weg zur Treppe. Dann können wir in der Mitte anfangen. Okay. Ich habe vergessen zu gucken, wie der Geist heißt. Ghostbusters! Das sind nicht Ghostbusters! Das sind die, die danach ihren Job kriegen. Die mehr Geld einkassieren. Ghost-Schnarchlausen. Oh, es ist noch warm. Das ist gut. Wenn die Sicherung gleich an ist. Warm? Ja, es fängt auf warm an und wird dann erst kalt, wenn man auf Profi. Ist kalt. Mein Thermometer will. Ah, jetzt ist es kalt, schade. Habt ihr die Sicherung rein? Ja, okay, super. Also meins spinnt. Meins zeigt immer zwischen 18 und 6 Grad. Ja, ich hab 20. 4. Ja, es dauert ein bisschen. Der Gang ist noch relativ warm. Öffne eine Tür. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ring, ring, ring. Genau. Gib uns ein Zeichen. Marco. Polo. Marco. Polo. 9 Grad. Also ich habe 21 Grad. Im Gang oder? Ja, im Gang. Beim Gang ist es bei mir auch noch komischerweise. Ich bin gerade in einem Zimmer. Ja, das ist aber noch zu. Marco! Es wird so langsam wärmer jetzt. Bei mir, also ich glaube, mein Thermo ist kaputt. Also ich habe 5 Grad auf dem Flur. Ja, okay, 10. Unser Flur ist ziemlich warm. 6 Grad, also ich habe, wie gesagt, also ich habe ganz stark dieses eine Zimmer hier unter Verdacht. Wenn ihr noch ein anderes habt, oder warte mal, ich nehme mal das EMF, vielleicht macht das. Also alle Zimmer haben hier noch unter 10 Grad, das dauert noch ein bisschen, bis die so langsam aufwärmen. Ich glaube, mein Thermo spinnt. Gib uns ein Zeichen. Meins dann auch. Nein, weil bei mir wechselt es immer zwischen 7, 19, 7, 15, 6, der Gang ist halt warm und die Räume sind halt noch kalt. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Na, hier auch nicht mehr. Ja, aber ich bin ja noch nicht mal in den Räumen. Das ist es ja gerade, weißt? Ah, okay. Okay. Ich laufe die ganze Zeit... Ich laufe die ganze Zeit durch den Flur. Und okay. Das ist tatsächlich seltsam dann. Gib uns ein Zeichen. Also ich laufe jetzt durch den Flur und es macht 22:11. Okay. Gib uns ein Zeichen. Na, ist auch zu warm. Hier ist doch 9. Ne, ist auch zu warm. Ja, hier ist auch zu warm. Voll lange. Schalte ein Licht an. Ich habe ein Telefonklingel gehört. Telefon. War das. Wo war das? Rechts auf jeden Fall. Also, ich habe ein Telefon gehört. Weil ich habe es auch nicht so leise gehört, aber. Nee, hier ist es nicht. Ich gehe dann mal hoch und wir überprüfen den Flügel oben mal. Ja, ja. Also es muss oben oder unten sein. Wirklich? Ich hab's auch gehört und ich bin ja rechts unten. Ja. So, erst ja, ich bin in der Nähe von der Treppe gewesen, deswegen konnte ich es nicht koordinieren. Ich gehe jetzt nochmal kurz raus, weil irgendwie mein... Ja, hier ist warm. Thermo springt. So, ich schmeiß dich mal runter. Oh, das habe ich aber schön. Schon wieder? Jetzt habe ich kein Telefonklingel gehört. Das heißt, es ist eher bei euch in der Nähe. Ja. Also es war definitiv rechts, aber ich glaube nicht oben, weil ich habe hier fast alle Türen. Ich hätte es lauter hören müssen. Kann auch in der Mitte irgendwo sein. Dann laufe ich jetzt einfach mal den Gang entlang. Also vom Gang. Aber es kann sein, dass es in der Mitte oben ist. Okay. Hier ist zu warm. Ist auch zu warm. Na? Das ist auch zu warm. Auch zu warm. Und dann sind wir... Nö.
geh da mal runter, noch den Gang komplett gucken. Ja, ja, ich guck dir nochmal. So, ich war jetzt hier in dem Zimmer. Ja. In dem nebendran und in dem hier, weil es war hier in der Nähe irgendwo, als ich, ja. Okay. Als ich das Klingeln gehört habe. Schalte das Licht an. Ich gehe dann nochmal in den Gang, wo wir ganz am Anfang geguckt haben. Vielleicht war da die Temperatur noch nicht irgendwie sinnvoll erkennbar. Ja. Ah, leider nicht die Bibliothek. Das ist zum Glück auch nicht die Sporthalle. Ja, nee, der ist... Sporthalle. Zu warm. Grad, ist alles noch viel zu warm. Hallo? Thermometer? Der Geist ist eine Nancy. Cool. Nancy Clark. Die hatte ich doch jetzt. Hier oben ist definitiv auch nicht. Also ich war jetzt echt nochmal in jedem Raum und hab Thermometer. Ist das... jetzt habe ich kurz gedacht, er geht in Hand. Er geht auch in Hand. Ich bin hier, also wieder. Ja. Versteck dich im Raum, ich gucke, ob ich es irgendwo ausmachen kann. Definitiv hier rechts oben, weil ich höre. Okay, dann komme ich dir mal entgegen. Ne, ich muss bei Hiso bleiben. Ich komme da mal entgegen. Beziehungsweise Hiso, du kannst theoretisch, wenn du willst, rausgehen. Also, nachdem die Jagd vorbei ist, natürlich. Er ist hier echt laut. Er war nicht von Anfang an laut. Jen, du warst überall unten schon, oder? Also ich bin zumindest durchgelaufen, aber mein Thermo spinnt ja. Dann gucke ich mal einfach. Ja, Weil der hat ja ständig zwischen 22 und 13 Grad oder 7 Grad gewechselt. Dann also, er ist definitiv irgendwo in meiner Nähe, weil ich höre ihn extrem laut. Okay. Ich vermute, dass er vielleicht hinten, also rechts hinten irgendwo ist. Weißt du, bei der Treppe hinten dran in dem Raum. Ja. Oder gleich am Anfang. Das Telefon war gerade links von. Habt ihr gerade eben das Telefon gehört? Ja. Okay. Ja, ich. So, wir sind alle, also ich bin bei 54% und ihr anderen seid alle irgendwo bei 30, also zwischen 30 und 40. Okay, was sind die Gesamtsanity? 37. Okay. Das EMF hat im Übrigen mal reagiert. Okay, er hat hier gerade irgendeine Tür gemacht, also... Hier. Ich habe den Raum. Es ist der untere Gang rechts. Der Gang? Also, Ja, es wird lauter. Also ein Klassenzimmer. Wo? Ich lege wie immer ein Thermometer davor und eine Kamera liegt auch davor. Eine Fotokamera. Es ist das vierte Klassenzimmer. Das zweite von liegt noch rechts von dir aus. Noch ein dann, Stück weiter. Das ist nämlich gut, weil dann können wir alle durch den rechten Eingang rein. Ja. Ja, oh Gott, das ist laut. Jetzt klingelt da aber extrem im Telefon gerade. Ja. Hier bei 5. Okay, super. Ich renne jetzt aber erstmal raus in der Hoffnung, dass er nicht in die Hand geht. Ja. Ich nehme auch Pillen direkt einmal. Ja, Hisui hat schon Pillen genommen. Wir sind bei 44. Ja, okay. Buch habe ich. Und was nehme ich noch mit? Ha, draußen. So, 72. Wer hat die Box? Ich habe die App ins Telefon gelegt und da instant auf 5 gesprungen. Eine Box. Ja, da habt ihr schon fast alles drin. Das ist gut. Brauchen wir sonst noch was? Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Juhu! Und Räucherstäbchen. Cool. Hatten wir das nicht schon? Ach ne, er hat uns noch nicht gesehen. Dann nehme ich doch Räucherstäbchen mit. Das macht doch immer Spaß. Jo. Was ist denn jetzt der Durchschnitt? Der Durchschnitt ist 54. Fuchs, du könntest notfalls auch einmal... Ja, ich nehme auch mal. Genau. Dann haben wir nochmal einen Schonfrist ein bisschen. Ein Buch haben wir schon drin, ne? Ich glaube, es ist alles schon einmal drin, oder? Also ich bin... Ja, ich bin noch nicht da gewesen. Ich habe das Buch in der Hand gehabt. Hat jemand schon eine Taschenlampe reingebracht? Eine
Taschenlampe? Das ist die UV-Lampe halt. Ja, ja, ich weiß, was die Taschenlampe ist. Ah, okay. Ja, deswegen ist er an. Ja, die ist an. Ah, jetzt. Machst du mal das Licht da raus? Ja, kein Wind mehr. Danke. Also da ist bisher kein Orb. Du kannst nochmal umstellen. Ich räuche ja schon mal aus. Naja, da kommt die Dampflok vorbei. Schut, schut. Tschukka, 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 tschukka. Tschukka, 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 tschukka. Schut, schut. So. Kann jemand gucken, ob es geholfen hat? Ja, hat gezählt, es wird nur noch die Jagd. Okay, super. Oh, wir haben ein Buch. Yay. Okay, ich würde sagen, die Jagd probierst du erst aus, wenn wir wissen, ob es Gefrier oder Finger sind. Ah, wegen Banshee? Ja. Wegen Revenant. Ah. Weil wir haben Jade Oni. Okay. Oni-chan! Also, Oni wäre Box. Hä? Haben wir eine Box dabei schon? Müsste einer dabei haben, oder? Eine haben, ansonsten habe ich noch eine jetzt. Das ich habe jetzt, keine. Ich sehe jetzt keine also hier. Box, Orb und eben Fingerabdrücke. Okay, eine Box haben wir noch nicht hier drin. Ich sehe zumindest mal noch Nein, keine. Nein, da komme ich. Warte, ich habe eine. Nancy Harris. Was, Harris? Nancy Clark. Nancy Clark, zeige dich. Erscheine, Nancy. Was ist denn das für eine Rose, bevor du dir spawnst? Was? Also ihr müsst schon das Licht ausmachen, damit man Orb sehen kann. Ja, super. Das hat der Geist sehr wörtlich genommen. Wieso hat er es ausgemacht? Ja. Yep. Aber ich sehe nichts. Vielleicht müssen wir die Kamera umstellen. Ne, wir haben sie schon mal umgestellt. Jen Oni. So, ich hoffe jetzt, ich gehe nicht drauf. Wieso ist das Licht schon wieder aus? Ja, weil der Geist gerade... Beim Durchschnitt sind wir bei 51. Okay. Dann machen wir den wieder an. Das kann zumindest kein Dings mehr sein. Kein Revenant. Wieso? Wir haben EMF und... Nee, was ist das zweite? EMF und Buch. Wir haben einen... Also oh, es kann... Ah, oh, rein. Okay. Deswegen sage ich ja, entkommen dem Geist würde ich erst warten, wenn du den dritten ja. Hinweis hast. Ich warte die ganze Zeit noch auf die Geisterbox und bin dann. Noch auf dem Weg. Ja, ich weiß. Also du kannst den gleich machen und dann wissen wir es hoffentlich. Revenant ist. Was ist Revenant? Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Ja, also Orb. Ja, bist du. Box oder Fingerabdrücke? Machen wir mal die Tür zu hier. Warte, ich mach. Er jagt. Nein! Das ist die alte Oma. Und sie hängt. Oh. Hey! Ich hab die Kamera weggemacht. Ja, ich wollte den Raum sehen. Also den Gang. Oh, da ist sie. Ich hab das Gefühl, er klopft, aber im Kino. Sie ist wahnsinnig schnell. Und sie geht nach oben. Ich bin versteckt. Solange sie wahnsinnig schnell ist, aber nicht da, wo wir sind. Okay, lass mich hier raus. Warum? Er hat doch noch gar nichts gemacht. Wenn ich gesagt bekomme, der Geist ist wahnsinnig schnell, dann möchte ich hier raus. Also, sie ist gerannt. Was ich aber nicht verstehe, weil als Revenant rennt sie nur, wenn sie einen sieht. Ja. So, ich mache jetzt einfach mal aus Anlass. Ich habe mal zwei Fotos gemacht von der Tür. Ja. Und das Interakt- kann die ihren haben wir das, das bei der Jagd haben wir das? Also, keine Fingerabdrücke nein, leider. Nein. Ein Foto.
Was? Ob wir vom Buch schon ein Foto haben? Ja, habe ich gemacht. Wie alt bist du? Yes. Fox. Cool. Ja? Ja, da können wir das Fliehen machen. Er ist Doni. Und, ja, da ist sie schon. Na, 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 na? Lass du dich kriegen. Ja, sie steckt wieder zwischen den Stühlen fest. Jetzt ist sie weg. Komm her, du blöde Kuh. Das hat sie wohl wörtlich genommen. So. Ah, ist die Alte. Mhm. Lauf, Oli, lauf! Wie, du bist für den Oli, dankeschön. Vielleicht ist sie der Roadrunner. Schnell, dass sie euch nicht auf der Kamera sieht. Guck mal, ich renne rückwärts genauso schnell wie du vorwärts. Siehst du sie? Ja. Weil wir sind, also ich sehe sie auf der Cam nicht. Sie ist ein Schatten, also sehr schwer zu erkennen, selbst für mich. Ah, okay. Gleich geschafft. Gut, Aufgabe erfüllt. Cool. Das heißt, wir haben alle drei Aufgaben? Ja. Perfekto. Ich muss auf Box eintragen, ich hatte noch keine Zeit. Ja, ich muss auch noch eintragen. Oh, ich komme erstmal zurück. Ja. Was war die dritte Aufgabe? Wir hatten Räuchern, Entkommen und was noch? EMF. Ach so, cool. EMF hat ja irgendwie ausgeschlagen. Ja. Ja. Vielleicht als ich es einstecken hatte, aber normalerweise muss ich es ja anmachen. Ja, das war ja vor, wie vorhin bei, gestern bei mir. Wo ich in der Garage im Farmhaus war. Geister. Und es war eben, Aber guck mal, auf Profi war das Große jetzt gar nicht mal so lang. Nö. Aber trotzdem waren wir sehr schnell unten mit der Sanity. Ja, aber wir haben 25% diesmal nicht gebraucht. Ausnahmsweise. So, warte. Das Telefon klingeln kann ganz schön reinhauen gegen die Sanity. Oni-chan. Ich hatte recht mit meinem Oni-chan. Das ist richtig. Alle eingetragen? Ja. Jawohl. Geistinteraktion. Jo. Schön. Genau. Oh, 240 Geld ist gut. Und geh ins Bett. Ja. Ja. Jetzt ist Feierabend. Also. War schön. Ja, auf jeden Fall. Hihi. Na dann. Vielleicht am Samstag wieder. Ja, da habe ich um 18 Uhr Feierabend. Komm mal auf jeden Fall. Was? Ich muss am Wochenende habe ich doch Tagschicht. Ja, dann vielleicht am Samstag. Ja, genau. Ja, wir. Wie gesagt, nach 19 Uhr ist der Fuchs an mir. Kein Problem. Wie immer einfach schreiben und dann gucken wir spontan. Ja. Okay. Schlaf gut. Ja, ja auch, danke. Nacht. So. Hui. Ah. Ne? Ihr kennt das schon. Ciao.